Halli, hallo, hallöle, hallo zusammen. Heute an diesen Donnerstagabend um 20 Uhr pünktlich sind wir für euch da in der Strauß Prime League wieder für euch. Diesmal ein Community-Team. All in Sport kämpft um die Tabellenführung gegen eSports Cologne Diamond in der Division 5.3 am vierten Spieltag. Vierter Spieltag, daher wichtig, da Echo bis jetzt erst zwei Games hatte. All hatte da schon eine Game mehr, leider eine Niederlage mehr, aber auch eben gegen einer der beiden Tabellenführer. Und sollte also heute einer von den beiden Teams 2-0 gewinnen, doch kann man hier an Tabellenersten Platz klettern. Wobei ja All in Sport dann noch auf Team Elite Steel trifft, aber da die ersten beiden ja auch weiterkommen, wäre das heute schon ein wichtiges Game. Da eben ja der Hinweis auch gekommen, das ist das letzte Spiel des Spieltages, deswegen hier nur die Position 3 und 4 für die beiden Teams, die heute aufeinandertreffen. Allerdings, wie gesagt, es geht hier schon um einiges, deswegen war All schon ein bisschen daher, das zu casten zu lassen. War ein bisschen mad wegen dem Termin heute bei Echo. Also, ja, bin ich gespannt. Wir sehen hier natürlich auch einen Ersatzspieler bei Aal. Die haben irgendwie wirklich mit sehr, sehr vielen Leuten schon immer ihr Line-Up zusammengebaut. Heute also mit dem guten Siegfried und mit unseren frisch gebackenen Master-Top-Laner hier unterwegs. Freut mich natürlich. Ich mag Siegfried. Cooler Kerl. Sympathischer. Bisschen verrückter Dude. Aber ja, passt rein. Auf der anderen Seite kennen wir auch einen Bekannten auf der Top-Lane. Boosted Bonobo uns, glaube ich, zwei Splits in Omikron unterstützt. Er war so ein bisschen bekannt auch für seine Toxicity in-game. Mal schauen. Ob wir die heute mitkriegen, wahrscheinlich nicht, weil Competitive ja immer, da hält man sich noch ein bisschen zurück. Ist aber ebenfalls Master, also hier treffen schon Hochkaräter, was die Elo angeht. Gerade auf der Top-Lane. Interessantes Duell also. Und ja, wie gesagt, noch Sieg. Ja, noch ungeschlagen, also die Cologne-Member hier. Und ja, wir sind hyped. Und anscheinend hat sich hier das Insport-Team, also Aal Insport, hat sich hier für die Red Side entschieden. Also gehen für den Counter-Pick an der letzten Position. Wahrscheinlich dann für den guten Fabs. Oder ja, vielleicht sogar für Siegfried. Vielleicht schmeißt man heute mal so ein bisschen den Gameplan um. Gerade Fabs ja auch sehr, sehr viele Champions in seinen Repertoire. Champion Ocean hier für Aal. Und ja. Grüße gehen raus auch an den Twitch-Chat. An Shane schon da. Hype, hype, hype. Nice. Der Meister der Midlane guckt also heute auf den Flamer im Cast der Midlane. Auf den guten Fabs. Ja, sehr, sehr viel gesehen. Wir haben gesagt, die Cassio, die er sogar mal ausgepackt hat. Und wir gehen direkt mal in die Pick und Bann. Ja, fragen wir die gar nicht nach Ready. Weiß ich gar nicht, ob ich das geschrieben hatte. Aber ja. Ab in die Luzi. Schauen wir mal, ob wir da noch irgendwas umstellen müssen. Ja, die Logos machen wir noch ganz schnell. Und wir sehen schon die Bans. Hier hat man sich also auf beiden Seiten schon ziemlich vorbereitet. Seraphine gebannt, also gegen Echo, der Mordekaiser sogar selbst gebannt. Auf sein von Rico. Das wundert mich ein bisschen. Boosted Bonobo packt den da gerne auf der Top Lane aus. Siegfried jetzt für mich nicht so der Spieler, den ich mit Mordekaiser verbindet. Er schon der Olaf hier für Boosted Bonobo hat er zweimal in diesen vier Games gespielt auf der Top Lane. Die anderen beiden Games waren noch der Gnar. Also eher ein bisschen Carry-lastiger unterwegs auf der Top Lane. Wohl Prior of Seraphine, Senna wäre noch eine Option. Der hatte Dark King Dragon sogar auch mit einem Djinn einmal gepaart. Was ja eigentlich ein bisschen eher ungewöhnlich ist. Dann seid jetzt die Lulu gebannt gegen Bakurio. Ja, Midlane noch sehr, sehr viel offen und da ist der Senna-Bann. Midlane sehr, sehr viel offen. Victor, Corki, wobei Fabs glaube ich schon so eine kleine Pyro auch auf diesen Champion hat. Haben wir heute den Clip auch von Unchained in diesem Solar Rage Clip gesehen. Corki sehr, sehr eklig im Late Game. Hey, raus aus dem Stream bitte jetzt. Spätestens wenn das Game anfängt, aber bitte jetzt raus hier. Und der Wukong First Pick für Exabius. Ja, Wukong immer noch sehr, sehr stark. Trotzdem 12B Nerfs, die ja weniger Damage gegen Monster habt. Ich glaube, der W Cooldown wurde auch ein bisschen erhöht. Auf der anderen Seite Wunibär, wahrscheinlich noch vor 12-13 einer der besten Champions. Könnte man hier schon sehr, sehr gut auch in den ersten drei Rotationen picken. Aber man geht für den Trundle-Pick.
Ja. Finde ich ein bisschen überraschend, weil man weiß ja, gerade habe ich ja gesagt, Wüste Boni, wo er der Carry-Champion, also wirst du hier nicht gegen viele Tanks anlaufen. Ah, Trumbull natürlich immer noch ein solider Jungle-Pick, gerade durch die Ulti. Durch den Pillar, sehr, sehr gutes Gank-Setup, auch ein decent Jungle-Clear, würde ich mal behaupten. Und jetzt die Kamma, die natürlich noch ein Flex-Pick ist. Sainty, glaube ich, gerade in einem anderen Stream zerstört werden. Picken ja auch gerne mal den Enchanter Mitte. Also durchaus auch noch flexbar hier für Aal. Und ich sehe gerade, dass Siegfried gar nicht auf der Top-Lane unterwegs ist, sondern hier anscheinend der Jungle-Ersatz ist für Aal in Sport. Und er spielt ja natürlich sehr, sehr gerne den Rammus in der Solo-Queue. Würde ich gespannt sein, ob man den jetzt ihn auch auspacken lässt, sozusagen, wenn er sagt, hey. Ich carry da gerade mit die Solo-Queue durch. Die Gegner haben bis jetzt sehr, sehr viel AD, beziehungsweise mit Serie, Wukong. Ja, wobei Serie ist ja das gleiche wie bei Renata. Sie arbeitet ja nicht wirklich mit Auto-Attacks, sondern mit den Qs. Da wüsste ich nicht, ob das bei Rammus ähnlich effektiv wäre. Aber der Swain jetzt. Für Mitte oder für Support noch. Wobei ohne Senna denke ich eher, dass der Swain hier für TVmon in der Mitte geht. Und auf der anderen Seite jetzt der Viktor reingepickt. Ja, interessant. Viktor immer noch auch einer der stärksten scalenden Champions in der Midlane, wenn nicht sogar der stärkste. Wobei ich da Corki auch momentan mindestens auf einer Stelle schiebe. Hat dann auch natürlich aber mehr CC, geht weniger bei diesem Poke, ist ja dann auch nicht so weit mit der Range. Und jetzt werden nochmal Supporter rausgebannt, beziehungsweise eben der angesprochene Gnar auch für Boosted Bonobo. Auf der anderen Seite jetzt die Vayne gegen Who is Uzi. Und der Twitch. Ja, sehr, sehr viele ADCs angegangen. Jinx natürlich jemand, der immer noch pickable ist. Caitlyn hat eigentlich bei 12B gute Buffs bekommen. Hat mich gewundert, dass wir die bis jetzt noch gar nicht so gesehen haben. Empfinde ich aber als sehr, sehr stark auch momentan. Aber ja, back to Comfort bzw. back to Utility ADC, also mit der Ashe hier unterwegs. Ja, fast zumindest das Clans schon mal auf der anderen Seite auf Serie. Aber ja, nicht jeder kann da Clans mitnehmen. Also Ashe natürlich lebt so ein bisschen auch durch den Arrow Engage, aber auch das Volley, der On-Hit Damage ja auch nochmal ganz gut. Die Syrah wird jetzt gehovert. Eigentlich ja früher diese OG-Combo, Syrah Ashe selber immer als Duo. Aber die Renata wird jetzt eingeloggt und ja, sehr, sehr gut. Einer der stärksten Champions. Wir sehen auch, haben schon oft gesehen in Situationen, wie eklig auch diese W-Passive sein kann mit dem zweiten Leben. Wenn man da noch den Kill ganz, ganz knapp vorher kriegt, ärgerlich. Und ja, sehr, sehr ekliger Champ. Und wie ich schon gesagt habe, Buxi Bonobo eher der Carry-Champ. Man hat jetzt sehr, sehr viele Champions. Geht der Wukong noch auf der Top-Lane? Könnte auch ein Pick sein. Und ich gehe davon aus, dass der Wukong hier direkt auf die Top-Lane gesetzt wird. Bisschen schwächer als im Jungle, aber auch ein gutes Scaling, beziehungsweise hat er ja das gleiche Bild auch wie im Jungle. Von daher, ja, kam dort auch überraschend gut Sustain mit seiner Mobilität, mit dem Klon, mit dem E-Engage. Und jetzt bin ich gespannt, ob man da einen geeigneten Pick gegen findet. Wukong auch ein bisschen schwächer gegen Tanks. Gegen Malphite hätte ich mir eher gewünscht, vielleicht sogar noch als den Sion, weil Sion ja, man kennt das bekannte Problem, Health stackender Tank. Was baut Wukong First Item? Syndra. Wobei Syndra ja da, glaube ich, auch ein bisschen verändert wurde. Okay, jetzt swappt man doch noch den Wukong im Jungle. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte ich mir eher sogar andersrum gewünscht. Volibear halte ich nicht so viel von in der Lane. Ja, er hat noch dieses Special AP-Build, was er da noch auf der Top-Lane gehen kann. Und auf der anderen Seite Siegfried mit dem Sion. Das könnte dann also doch der Top-Lane-Siegfried sein. Man hat sich dann nur nicht richtig aufgestellt. Ich schau mal einmal kurz bei LoliGag. Na, LoliGag spielt eigentlich alles irgendwie, was sein OPGG angeht, auch gar nicht mehr so häufig. Aber das letzte Game war auch ein Trundle-Game im Jungle, auch ein Sion auf der Top-Lane. Also da hat man hier schon, zumindest im Normal-Game vor 34 Minuten, so eine ähnliche Comp gespielt.
Da hatte man aber Twitch Karma und Vex, also da. Also ja, drei Champions des Normals. Von vorhin hat man also hier eingeloggt. Finde ich interessant, diese Kombo, dass man die jetzt auch zweimal sozusagen einmal übt, einmal ausspielt. Hast natürlich eine gute Synergy zwischen Zion und Trunnel, so ein bisschen sehr, sehr tanky Dudes, aber gleichzeitig auch viel Damage. Gerade die Trunnel-Ulti wird hier sehr, sehr viel Wert bringen gegen Volibear. Wukong hat natürlich Möglichkeiten, die aufgeladene Q von Zion zu umgehen. Deswegen, ich hätte mir wirklich lieber so einen Malphite gewünscht. Ein Cho'Gath. Cho'Gath auch ein bisschen underrated auf der Top-Lane im Vergleich zu anderen Tanks, finde ich. Mundo sehr, sehr gut durch die Knock-Up-Ultimate, die ja natürlich gegen Mundo wirkungslos ist. Zumindest sollte er da noch die Tenacity-Passive anhaben. Aber ich lasse mich gerne überraschen von diesem Zion-Pick. Aber eigentlich, wenn auch hier Baus schon Abstand nimmt von Zion und dann auf einmal Woodybear OTP wird. Also da weiß man eigentlich nicht, wie es um den Champion steht. Mal schauen, ich bin gespannt. Auch welches Bild hier der Woodybear sich dafür entscheidet, kann natürlich Full Tank gehen. Kann einmal AD Bruiser gehen mit Sandra, kann eben dieses AP-Bild mit Riftmaker gehen. Also Woodybear hat hier verschiedene Chancen, wobei eben ich gerade schon bei dem Wukong Toplane-Pick am Erklären war, dass ja Sandra sehr, sehr gut Wirkung Zeit gegen einen Zion. Von daher würde ich mir vielleicht sogar dieses Bild hier wünschen von Volibear. Ja, jetzt haben wir sehr, sehr viel Zeit auf die Top-Seite verwendet. Möchte ich doch nochmal natürlich den guten Fabs hier in Fokus bringen. Der wird es early ein bisschen schwer haben, muss er aufpassen, dass er da nicht so viel Jungle-Pressure abbringt. Renata auch supportet, der durchaus in die Mitte auch mal rum kann mit ihren, ja, was ist es eigentlich, Root-ähnliche Angel dort. In der Mitte auch mal auf Fabs drauf engagen kann, auf der Botlane allerdings. Ja, Seri, Renata, erwarte ich eher die Prior, wobei Ashe, Karma ist natürlich so eine Poke-Lane und Poke-Lane haben dann doch meistens auch den Push auf der Botlane, die Pressure. Von daher könnten Ashe und Karma sogar die Pressure auf der Botlane haben. Bin ich auch gespannt. Also wir haben, es gibt jetzt schon zwei Sachen, worauf ich gespannt bin. Einmal auf der Top-Lane Zion, wie gut er sich da halten kann, was Volibear bilden wird und auf der Botlane eben, wer da die Pressure hat. Ich erwarte aber, dass es hier Ashe und Karma sein werden. Gerade ja Renata auch jetzt nicht so der Damage-Fett auf der Botlane, da wartet man eh eher das CC, hat da natürlich ein gutes Setup auch für Wukong. Und Wukong kann sich ja wirklich aussuchen, auf welcher Lane er spielt, würde alles Sinn machen. Auf der anderen Seite, ja, Trundle wird natürlich eher auf der Botlane versuchen, was zu machen, oder auf der Midlane. Der Zion möchte eigentlich oben Freetime kriegen. Ja, Hullbreaker ist dead, aber wäre natürlich immer noch auch eine Alternative, wenn man wirklich sagt, hey, Zion soll auch später im Verlauf des Games auf der Sideline gegen Volibear ankommen, denn sollte Volibear hier dieses Sunra-Build gehen, erwarte ich, dass auch Volibear eigentlich die Sideline dominieren wird hier. Aber ja, wir gehen also gleich dann ins erste Game. Ich mache die Ansage natürlich, wenn wir in-game sind. Vielleicht kann Johannes da mal was Nettes zusammencutten. Wobei, ich weiß gar nicht, Community-Cuts kommen, glaube ich, gar nicht. Aber mal schauen. 9 Viewer auch nur. So viele Leute beschäftigt heute Abend, diesen Donnerstagabend. Oder Aal scheint noch nicht so die große Fanbase bei uns entwickelt zu haben. Weil ich das nicht verstehe bei unseren Fabs. Ja, Mastery. Bisschen überspannt, ein bisschen, ja, ich will nicht sagen naiv, aber Cocky von Jesper hier das Cleanse, auf das Cleanse zu verzichten, finde ich sehr, sehr gewagt. Dadurch Level 6 noch mehr Kill Pressure auf der Botlane. In der Mitte hat man sich für das Spellbook entschieden auf Swain, sehe ich jetzt auch nicht so wirklich. Wobei man da vielleicht nicht ganz aufs TP verzichten möchte, obwohl man da ja Ghost Flash sich dafür entschieden hat. Auf der anderen Seite, Fabs ja auch eigentlich ein großer Fan von Ghost Flash, hat sich hier aber für das TP entschieden. So, und damit gehen wir ins erste Game zwischen Arlingsport und eSports Cologne Diamonds. Sollte eine Seite sich das 2-0 sichern, geht's hier um die Tabellenspitze an Spieltag Nummer 4. Wobei, wie gesagt, ein Game haben Aal mehr als Eco. So, Pinks machen wir mal da aus. Die Leiste können wir uns sparen. Five-Man-Defense, sehr, sehr klassisch, sehr, sehr cool, wie im Bilderbuch.
Beide Jungler. Ja, Wukong verzichtet anscheinend auf den ersten Ward. Geht jetzt, ohne diesen Ward gesetzt zu haben, für den Recall Lens. Nein, in der letzten Sekunde stellt er ihn nochmal. Aber sehr, sehr, sehr defensiv in diesen eigenen River, nicht in diesen gegnerischen Eingang. Hat also nicht die beste Information, wo Trundle starten wird. Auf der anderen Seite, Trundle verzichtet anscheinend auch sogar komplett für den Lens Recall. Ja, und wie zu erwarten war, wird Zion leashen. Das heißt, Trundle wird für die Botlane spielen. Auf der anderen Seite, Wukong kriegt den Leash auf der Botlane, spielt Richtung Volibear. Tauschen wir auch nochmal Wukong mit Zion. Trundle ein bisschen oldschool mit dem Pressy Attack unterwegs, hat ja durchaus auch die Möglichkeiten fürs Lethal Tempo zu gehen. Siegfried respektiert den Schießen nicht vom Volibear und verliert jetzt dadurch auch den ersten Trade sehr, sehr, sehr deutlich. Hat zwar W richtigerweise dann gestartet, allerdings kriegt man auf der Seite von Volibear auch den ersten Grasp-Block drauf. Ja, Mantra Q trifft schon mal Dark King Dragon. Also das, was ich gesagt habe, der Poke, der ist in den Händen der Allbot Lane. Ja, Siegfried wird jetzt hier schon sehr, sehr krass gepressert, hat sich aber richtigerweise auch früh für die MR-Rune entschieden. Also da, ja, auch dieser E-Damage, man sieht, kriegt aber immerhin die aufgeladene Q aus, nachdem sein W schon gebrochen wurde. Und jetzt der Tower-Shot gegen Boosted Bonobo. Und damit das Trading wieder even, aber man sieht es, 11 zu 3 CS. Ja, aber Zion, ja, wurde eben blind gepickt, man hat nur den Wukong gesehen. Und dann eben auf der anderen Seite der Volibear. Wobei war es eigentlich nicht sogar der Last Pick für Aal, weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Ah, der Pillar, Lonely Gag, das erste Mal aktiv auf der Map, hat hier aber sehr, sehr viel von seiner Top-Seite geskippt, so wie es aussieht. Hat jetzt schon 12 CS weniger, wir gucken mal, ob es ein Update ist, aber ja, okay. Aber schöner Invade jetzt auch von Wukong, wird hier zumindest die Raptoren von Lodigek stehlen. Ja, und das war kein guter Gangfall-Besuch auf der Botlane. Sehr, sehr naiv, aber da ist er nochmal W unter sich, das Feld. Schönes hier von Jesper, aber man flasht hier drauf, der Flash hinterher. Also Flash von Trundle, kriegt hier immerhin die Sums des gegnerischen ADCs. Aber wenn es hart auf hart kommt, verliert er auch seine Crux oben. Ja, also verliert hier zwei Camps. Hätte vielleicht sogar für den Invade auf die Gegner schon Krack suchen müssen. Wobei man jetzt gar keine Info auf den Wukong hat. Ich weiß gar nicht, ob dort Siegfried gerade den Wukong ausgespottet hat. Aber wir sehen jetzt schon weiterhin am CS-Diff der beiden Jungler. Das ist schon eine ganze Menge. Oh, wobei die Kamera geht auf die Toplane und boostet Bonobo sehr, sehr, sehr low. Also da hat Siegfried gute Trades gefunden. Obwohl er jetzt auch in CS sowas von behind ist und der Wukong ist ja Topside. Aber auch dort pusht die Wave jetzt weiterhin gegen Zion. Wahrscheinlich muss ja auch Volibear den ersten Recall dann nehmen. Ja, so sieht's aus. Oh, schön nochmal mit einer E. Minion Push, Boosted Bonobos, Recall unterbrochen. Ich könnte ja gleich fast nochmal probieren. Ah, Boosted Bonobo unterbricht ihn diesmal selber. Ah, geht jetzt mit einer E-Kombo auf Siegfried. Aufgeladene Q. Grasp von beiden Seiten und ist eine knappe Kiste. Aber die Wave pusht weiterhin gegen Boosted Bonobo. Intense Geschichte da auf der Toplane. Beide Jungler jetzt aber immer noch meilenweit entfernt. Wukong jetzt auch mit dem ersten Recall. Hat Sheen und Longsword fertig. Weiterhin das Jungle-Tempo in seinen Affenhänden. Trundle nicht nur CS behind, sondern eben auch noch kein Recall gehabt. Das heißt, er schon 300 Gold, einen ganzen Kill fast behind durch Jungle-Tempo auf der Botlane. Wie gesagt, beide Sums bekommen. Das muss man jetzt aber irgendwie abusen und das sehe ich ja eigentlich noch nicht von Aal. Ansonsten sehr, sehr ruhiges, kontrolliertes Early-Game.
Lodigek, jetzt der Versuch mit dem Lane Gank, aber man sieht jetzt auch den Wukong, der den Pink Ward cleared. Ja, damit geht die Scuttle auch an Wukong. Und jetzt geht man auf die Serie. Die dash noch nach vorne, aber die hat keinen Flash. Wo ist Uzi? Der wollte eigentlich auf die Minion Wave gehen. Hat nicht so wirklich eine Gage gesehen, beziehungsweise nicht gefühlt sozusagen. Jetzt muss auch Bakurio flashen defensiv. Zuvor das TP kam, glaube ich, durch von T-Venom. Ja, hat es mit Spellbook geswappt. Weiß gar nicht, wieso der Chat automatisch angegangen ist wieder. Ja, guter Engage auf der Botlane, auf der Toplane. Wird sogar die Woolibear-Ulti geflasht. Weiß ich nicht, ob das notwendig war. Sah ein bisschen panicked aus, hat sich jetzt für das Kalle entschieden auf Seiten von Siegfried. Auf der anderen Seite das Sheen. Also geht's hier Richtung Sandora für den Woolibear. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Also wir warten weiterhin aufs First Blood. Wobei man jetzt schon ein Gold-Lead von 700 Gold hat im Gepäck. Von Cologne. Level 7 der beiden Midlaner, Level 6 die Toplaner und Jungle und Botlane warten noch auf ihre Ultimates. Und wie gesagt, der Arrow könnte hier nochmal einiges für die Botlane verbessern. ACS auf der Botlane auch schon recht deutlich in Favor für Seri. Toplane diesmal even. Jungle hat sich Lolligek auch wieder ein bisschen reingekämpft, was die CS-Zahl angeht. Mitte ist am ruhigsten, dead even, reines Farmfest. Was natürlich beiden Midlanern ganz gut hilft, denn beide Midlaner wollen eigentlich eher so ein bisschen scalen. Wobei ich auch echt mehr Action in der Mitte erwartet hätte von Jungler. Vielleicht mal ein Support Robben, das haben wir hier noch gar nicht gesehen. Also nicht mal ein Gankversuch hier in die Midlane in Minute 8. Doch ein bisschen verwunderlich. Die einzigen Ganks bisher, die kamen Botlane raus. Toplane hat einmal Wukong vorbeigeschaut. Da kriegt man jetzt aber den Herald auch for free, so wie es aussieht. Hat man nicht auf dem Schirm auf Seiten von Aal. Und das ist ja ein Objective, den man oftmals auch sogar für den ersten Drake traden will. Den hat man aber auch zuvor selber schon gesnackt. Also die Objectives gehen hier im Early Game an Echo, was aber auch ein bisschen zu erwarten war. Und jetzt kommt auch der Move von Renata auf die Map. Wobei, weiß ich nicht, wieso man die Renata jetzt noch hochzieht, obwohl man da diesen Herald for free kriegt. Verliert jetzt nur hier ein bisschen Zeit. Dadurch auch XP. War ein bisschen unnötig. Ah, und Toplane wird jetzt einfach mal so durchgepusht. Zion mit der Ultimate, aber auf Botlane muss Jäger erstmal, Jesper erstmal raus. Und da ist ihm der Arrow, man hat keinen Cleanse, man hat zwar wieder Flash und Heal, aber das ist als First Blood für Karma. Diese Cockiness in der Summoner-Wahl wird bestraft. Sehr gut und sehr einfach, stumpf ist Trumpf. Leider der Kill, das First Blood nur an die Karma. Da hätte man lieber irgendwie, ja, Ash oder auch den Trundle diesen First Blood geben müssen. War dann das Ignite? Man wollte das Play absichern. Man hat ja Flash und Heal noch auf Seiten von Jesper. Also, better safe than sorry. Ja, aber schöne Route nochmal von Dark King Dragon, beziehungsweise eben mit dieser, ja, was ist es? Mit diesem Ranziehen. Schön nochmal Bakurio unter den Tower bekommen. Kriegt dort einen Tower Shot for free ab. Damit auch der Gold Lead jetzt insgesamt rüber geswappt. Das war ja der 700er Gold Lead in Favor für Eco. Die hat man jetzt wieder ausgeglichen, beziehungsweise den Gold Lead übernommen. Aber wir haben noch den Herald im Gepäck von Exabius. Und da bin ich gespannt, wo man den placen wird. Wahrscheinlich parallel dann zum ersten Infernal Drake. Aber die beiden Jungler treffen sich hier. W geht raus. Man ist geforced zu flashen. Der Pillar gut eingesetzt in der Mitte. Kann Trivium das nämlich nicht absichern. Der ist jetzt in der W. Chaos Storm hätte man zur Verfügung. Bisschen schade. Vielleicht wäre der Damage sogar schon genug gewesen dort. Aber Fabs möchte diese Ultimate sich aufsparen. Weiß natürlich in einer Minute der Drake. Den würden wir wahrscheinlich gerne contesten. Wahrscheinlich gerne fighten. Denn es ist immerhin ein Infernal Drake. Und zwei werden schon wieder so ein kleines Stacking auf Seiten von Echo.
Midlane gehen jetzt beide für den Recall. Diesmal hat man kein TP auf Seiten von TVium. Fubs sofort dieses TP schon eingesetzt und trotzdem ist man hier 13 CS behind in der Mitte. Ach, Top Lane. Scape man fröhlich vor sich hin. Macht Secret ganz gut. Ich dachte, dort kann der Wullibear den Sion ein bisschen mehr unter Druck setzen. Gerade, aber wenn das Sandra completed ist, wird das nochmal, glaube ich, erstmal so ein Tausch der Machtverhältnisse werden. Vor allen Dingen, da Secret ja noch auf das Kull-Stacking wartet. Kriegt jetzt aber eine gute Opportunity, um dort zwei Platings für sich einzureißen. Also da auch schon mal 500 Gold Lead über den Wullibear. Jungle Dead Even, Mitte Dead Even, Botlane, kleine CS und Gold Lead für Seri. Da aber das First Blood, der Gold Lead für Bakuryo. Ja, also sehr, sehr ruhig, kontrolliert, hohes Niveau. Beziehungsweise ist es ja meist ein Zeichen für ein hohes Niveau, keine Fehler, aber auch wenig Action. Und das ist aber auch so ein bisschen der Draft von beiden. Also wie auch schon in der Midlane gesagt, beide Teams wollen hier so ein bisschen scalen. Und jetzt Toplane wird das Tempo aber angezogen. Man ist dort auf der Lane. Hat Siegfried, glaube ich, das TP gerade noch nicht recht abgehabt. Und jetzt der First Tower in Minute 12 auf der Toplane. Und in der Mitte das Ghost Flash. Man ist mobil. Fabs müsste gleich wahrscheinlich noch flashen. Chaos Storm macht dann doch sehr, sehr wenig Schaden. Und schöner Flash entgeht der E, beziehungsweise dieser Klaue von Swain, aber da sieht man mal die Macht eines Swains, gerade mit Ghost. Schön von Siegfried diesen Herald aufgehalten. Ich glaube, es war nur das E, aber in der Mitte der Swain, Karma, W, das Ignite, schöner Roam von Bakuyo in der Mitte. Fabs also mit dem ersten Kill. Sehr, sehr gute Map Rotation auf Seiten von Aal. Man hat nicht respektiert bei Echo, dass man hier erstens so viel gerade top investiert, was aber für mich auch so ein kleines Fragezeichen-Play ist. Denn Boosted Bonobo wird hier auch dran glauben. Auf der Botlane das 2v2. Ja, man hat wenig Mana auf Who's Uzi. Ansonsten schönes Kiting. Jetzt kommt sogar die Renata-Ulti, die Seri-Ulti, die Toplane. Die Kamera geht auf die Toplane. Dort ist der Bär reingenommen worden. Und beide müssen jetzt flashen wahrscheinlich auf der Botlane. Karma. Ja, Exhaust mal von Who's Uzi. Es ist close. Es ist sehr, sehr close, aber da ist die E von Seri, sniped hier Ashe und trotzdem, obwohl man kein AP hat, es ist ja auch dieses AP-Bild momentan sehr, sehr populär von Seri in der Mitte. Wir haben gesehen, wieso, absolut disgusting und ich muss nochmal checken, weil ich eigentlich gar kein Seri-Main wird. Ja, es ist aber das Spark, oder? Es ist der Ultra-Shock-Laser, es ist die W doch gewesen, ja, ne? Es ist die W, my bad. Ja, aber sehr, sehr disgusting hier. Gutes Play von Jesper. Ja, und jetzt schon der Krakenslayer dann ready. Also da kommen jetzt die Item Power Spikes durch. Auch beide Sunra completed. In der Mitte hat man sich fürs Relice First entschieden. Auf der anderen Seite hat aber auch der Fabs den zweiten Kill oben auf den Wullibear gekriegt. Also da Fabs jetzt sehr, sehr gut im Saft. Schauen wir mal, 700 Gold über dem Swain und sogar meistes Gold auf der Rift. Also, Fabs fühlt sich hier wohl und ist jetzt im 1v2 allerdings ein bisschen naiv, ohne Summoners sich baiten lassen. Shutdown für Wukong und da wollte ich ihn gerade loben, seine gute Position im Game hervorheben. Und der intet das komplett weg, der Junge. Eieiei, schade, schade. Kein Jungler around, auf der anderen Seite keine Vision im gegnerischen Jungle-Eingang, aber auch Swain jetzt mit dem Fehler. Was ist denn mit den beiden? Los, aber Bakuyo mit der Flash-Q, Mantra-Q nach vorne, trifft einen Minion, sah awkward aus. Hat im Endeffekt gar nicht mal so viel Nachteil hier gebracht. Das heißt, man tradet das Leben beider Midlaner, beide Midlaner mal Lust zu inten hier. In Minute 15. Und ja, trotzdem, es ist weiterhin ein spannendes Game. Drakes hat man sich jetzt auch geteilt, aber auf der Botlane dieser ADC, Jesper mit dem Krakenslayer, easy dive. Schön gemacht und ja, da sieht man, gute Idee, die Seri sich im Draft einzuloggen und auf der anderen Seite Vayne Twitch rauszunehmen. Und da musst du diese ADC-Meta-Leiter schon so ein bisschen nach unten. Und da sowas wie Kalista noch nicht wirklich angekommen ist in diesen Elo- bzw. Div-Bereich, da die Ashe, ja, mal schauen. Auf der Top-Lane ist man aber wieder in der Rotation schneller, aber Wullibear kann hier lange überleben. Renata Ulti kommt hinterher.
Und ja, man wird sich ein bisschen ärgern hier auf Seiten von Aal, dass man da den Wulibert nicht killen kann. Diesmal auch schöner Antwort-Roam auf Seiten von Echo. Man zieht die Renata also auch als Antwort hoch. Aber der nächste Tower, der geht aufs Konto von Echo auf der Botlane. Kriegt Seri diesen Tower. Und ist jetzt schon sehr, sehr stark. Wobei auch da Krakenslayer. Ja, man hat hier zwei Tanks. Wir haben ja auch schon die Schildbau-Serie gesehen. Auch ein sehr, sehr gutes Item für sie. Aber ich glaube, da man hier Trundle, Sion hat, macht das Krakenslayer auch schon Sinn. Zweiter Herald jetzt erstmals erobert auf Seiten von Aal. Und der nächste Drake, es wird nur der Cloud Drake, also nicht so wichtig. Wobei gerade Swain lebt ja auch von Mobilität. Beziehungsweise, ja, beide Teams würden sich natürlich über extra Mobility hier noch freuen, aber es ist natürlich nicht die spielentscheidende Soul. Loligeck wird sich hier einfach angesprungen von Wukong. Ja, und das ist natürlich eine easy Playstyle, eine easy Win Condition hier. Einfach diesen Engage, dieses Draufcommitten und dann Seri Swain nämlich als Follow-up und wieder schön gemacht von Wukong im Busch gewartet. Schöne W aber im Chokepoint. Hörtet hier. Man trennt sich jetzt so ein bisschen. Fabs auf der findet einen guten Flank. Hat eine gutes Chaos Storm. Schön gemacht von Fabs. Man hat den völlig übersehen auf Seiten von Eco. Dieses, ja, was ein bisschen awkward aussah, dass man sich splittet hat hier. Seinen Wert bewiesen. Sehr gut gemacht von Innsport. Von Aal. Schöner Teamfight. Man kriegt hier das komplette Ace. Nein, nur Renata belebt hier bei 4 zu 0 der Trade, der war wichtig und das erste Spiel, entscheidende Momentum, entscheidende Play. Harold eingesetzt in der Mitte, der läuft jetzt ein bisschen awkward, ein bisschen verspätet hier noch rein. Man hat aber noch genug Zeit, diesen T2 zumindest zu bedrohen. Sollte nicht overstayen, man muss jetzt das Gold eincashen, aber Fabs jetzt 5-1-1. Mein Co-Caster, ich liebe diesen Kerl. Und er hat auf jeden Fall jetzt die Carry Boots an. Ja, man geht nochmal für den zweiten Dash. Und jetzt hat man doch so ein bisschen sein Welcome Overstayed. Genau das habe ich befürchtet mit diesem Herald, dass man da so ein bisschen reingebaitet wird. Schönes TP natürlich von Boosted Bonobo. Aber das darf nicht passieren. Vor allen Dingen, weil der T2 ja eigentlich schon so gut wie safe down war. Da wollte man nochmal unbedingt für diesen Dash Richtung T3 lurken. Schade, schade. Da will man sie loben. Direkt mal wieder zwei Free Kills. Und schon wieder der Shutdown von Fabs. Der fühlt sich anscheinend mit Bounty hier nicht wohl. Gibt er wieder for free ab. Ja, und noch ist nichts verloren auf Seiten von Eco natürlich. Noch sind es nur gerade mal 2k Gold Lead für Aal. Aber, ja. Zion jetzt Ulti für Ulti gegen Swain getradet. Das ist, glaube ich, besser für den Zion auch. Denn Swain Ulti, beziehungsweise Swain ohne Ulti, ja, ist nicht der wirkliche Rabe, sondern eben nur die Vogelscheuche. Ah, aber immer noch ADC. Macht mir ein bisschen Sorgen. Seri, zwei Items gegen Ashe, anderthalb. Wobei ja auch, das ist ja auch Utility. ADCs müssen nicht unbedingt gut im Game stehen. Ja, läuft ja eben über die Volleys, über den Arrow. Und der große, große Carry eben jetzt. Fabs mit Shadowflame, mit Ludens completed. Als nächstes sogar anscheinend das Sonyas. Man sieht schon die Cloth Armor. Im Jungle wird sogar das Blade of the Rune King, glaube ich, für Loligeck. Sehr, sehr aggressives Bild auf den Trundle. Möchte dann gar nicht mal so sehr die zweite Frontliner sein, sondern noch ein bisschen mehr Front-to-Back-Damage verursachen. Wobei, ist es das Blade? Ich bin gespannt. Auf der anderen Seite wird es das klassische Death Dance. Ah, wobei, Vamp Scepter ist, glaube ich, auch Teil vom Death Dance, ne? Also könnte es doch noch das klassischere Bild werden. Ja, würde ich eher sehen als ein Blade. Ja, und auf der Sideline hat natürlich Sion jetzt auch sehr, sehr viel im Team, Wert im Team bewiesen. Und auch bei diesen Rotations steht Siegfried hier 206, also 6 von 8 Kill Participation. Sehr, sehr gut. Geht hier auch aufs Hydra, so wie es aussieht. Und da ist der Error auf Renata. Man ist eine halbe Ewigkeit, sie zieht. Und ja, sehr gut gemacht. Wieder der Error als Engage. Deswegen eben die Stärke dieser Utility ADCs. Und jetzt könnte man vielleicht früh schon Pressure Richtung Nash hier verursachen. Wird auch gefragt, Zeichen pinkt. Vamp geht nicht in DD rein. Ah, okay, danke für den Hinweis, Türkenarmese.
Oder Türk. Doch, Türkenamese. Auf der Botlane beide sozusagen Tanks kloppen sich aufeinander. Und da oben das Freebie Free, der Schock, der Chaos Storm ist hier schon in Showpoint sehr, sehr gut. Swain versucht jetzt nochmal drauf zu flashen. Er hat das Relays, er slowt hier die Member. Lolligag jetzt mit dem Reengage, beziehungsweise erstmal mit dem Pillar. Der flasht nach vorne von Serie, aber sie flasht in vier Leute rein. Was macht denn Jesper da? Der alte Inter. Und das ist auch das Todesurteil von Swain. Man ist in 2 gegen 4. Chase noch viel zu greedy hinterher. Dieser Flash wird ihm noch verfolgen. Und das heißt auch, der Nash für Aal und Aal, ja, sehr gut, diese Shockpoints, beides gut für die Teamcoms, aber eben der Unterschied ist dieser Arcane-Champion in der Mitte für Aal, dieser Victor lohnt sich hier komplett, geht auf, ist gefeedet und jetzt kommt nochmal Renata, gut, State, aber das ist nur das Ignite, also auch der Suicide von Darking Dragon, geht nochmal mit dem Flash über die Wand, aber die passive W wird ihn nicht reviven. Vielleicht dann im nächsten Game. Ja, und somit vielleicht sogar schon Anzeichen von Mental Damage. Solche Plays auf jeden Fall immer, ja, so eine kleine Warnung hier eigentlich. Gerade schon dieser Chase im 2v4. Man ist hier anscheinend genötigt, was zu machen. Wird natürlich auch gnadenlos outscaled mit dem Victor. Und dieses Scaling hat man jetzt schon so ein bisschen verloren, beziehungsweise eben der Lead into Scaling auf Seiten von Aal. Deswegen bedarf es vielleicht so eine High-Risk-Plays, wenn die mal gut gehen, wenn Seri da das Triple-Kill findet irgendwie in diesem Chase. Aber es ist natürlich, wie gesagt, sehr hohes Risiko, geringe Erfolgschancen. Von daher, ja, guter Draft, gutes Teamplay bis jetzt. Lange ruhig geblieben, das Game dann doch explodiert, gerade durch diesen Drake-Fight, jetzt eben oben durch den Nash-Fight und die Suicides auf Seiten von Echo. Und jetzt hat man hier den Nash. Wartet noch für den dritten Drake. Es ist nur die Cloud Drake. Würde ich mir wünschen. Ja, macht man jetzt gut. Man geht nur mit Lolligag dorthin. ADC hilft auch noch ein bisschen. Aber man pusht jetzt auch schon die Mitte aus. Das finde ich sehr, sehr gut. Smart. Muss man jetzt auch die Lanes auspushen. Dann eben Richtung Base von Cologne. Richtung Kölner da oben. Der Nexus. Dann sich aufstellen. Ja, das ist tatsächlich Blade of the Rune King geworden von Lolligag. Interessant, sehr, sehr aggressives Bild. Aber ja, kann er sich hier erlauben. Dieses Front-to-Back, auch das, was eigentlich, ja, man sich hier wohlfühlt auf Seiten von Aal. Hat ja diese Front-to-Back-Kombo auch, gerade mit den Utility-Champions. Frontline-Engager so ein bisschen slow. Wir haben es gerade in Shockpoint oben gesehen. Wukong eigentlich einen schönen Engage gefunden mit Volibear, dann aber alleine durch den Chaos Storm so ein bisschen zurückgedrängt worden. Die beiden Tanks so low, beziehungsweise dann schon mussten draufgehen. Dann waren eben nur noch Swain und Seri übrig, die dann zu diesem Chase, ja, so ein bisschen gebaitet wurden. Jetzt hat man den Nash, man hat in der Mitte den T2 genommen. Auf der Top-Lane wird der T2 folgen. Ja, man groupt jetzt so ein bisschen zu viel mit dem Sion, finde ich. Eigentlich sollte man da die TPs so ein bisschen ausnutzen. Vielleicht sind sogar ein 1-3-1 gehen. Wer will dich auf der Zeitlane denn stoppen hier? Und jetzt geht man sogar noch für Jungle-Camps. Nimmt hier beide Buffs auf Seiten von Aal. Aber jetzt wird hier Lolligag bei diesem Red Take geexecuted, beziehungsweise geshutdown. Und das ist natürlich leichtsinnig auf Seiten von Aal. Gerade mit dem Nash sollst du eigentlich versuchen, das 1-3-1 clean auszuspielen. Auch dich nur gemeinsam dann in den Jungle zu bewegen als Dreier-Konstellation mindestens aus der Mitte heraus. Hast ja dann noch die Option, auf eine Sideline dich nochmal zu vier zu groupen. Wenn man zum Beispiel in der Mitte sieht, hey, man hat noch genug Wave Clear auf Seiten von Echo, um den Siege aufzuhalten. Ja, und ich bin ganz ehrlich, der Tower, zwei Tower plus Drake sind zu wenig aus diesem Nash. Hat man aber natürlich, wie ich gesagt habe, keinen Druck eigentlich von der Comp her. Man hat das Scaling in den Händen. Aber ja, wir sind ja auf einem hohen Niveau. Man möchte das natürlich auch kritisieren hier. Jede Comeback-Chance, jede Minute tut aber natürlich auch Echo gut. Nochmal ein paar Items hier zu completen. Pubs, Power Spikes wie Sonjas als nächstes für T-Wirm. Wäre noch sehr, sehr wichtig. Auf der Botlane hat man jetzt eben die drei Item Power Spikes auf dem Hyper Carry auf der Serie. Jungle wird auch noch das Maw durchkommen. Hätte ich vielleicht sogar so ein Teil-Item von Maw hier eher gesehen. Weil natürlich die größte Damage-Fett ist hier der Victor mit seinen AP-Damage. Von daher hätte ich mir vielleicht nicht das gesamte Maw first gewünscht vor dem Death Dams, aber zumindest mal das Hexdrinker.
dass man da so ein bisschen Tankiness noch hat gegen den Victor. Wobei das natürlich das Next Item werden wird. Wir sind auf der Top Lane. Das. Oh, Witzend für Boosted Bonobo? Ja, sieht so aus, Witzend. Komisch. Also sehr, sehr aggressiv da oben. Ja, aber man sieht's, er kommt nicht so richtig durch den Sion durch. Siegfried gewinnt sogar diese Trades noch gegen den Volibear. Und das ist natürlich auch jetzt eine wichtige Komponente, diese Sidelane. Ja, die Ultimate nochmal ein bisschen Troll gewesen von Siegfried, aber man hat noch nicht so wirklich das richtige Anti-Heal. Da sieht man mal die Healings einfach des Castings noch in diesen Pesh. Und man turnt jetzt auf. Fabs ist es, der da in Row kam, aber sehr, sehr viel Zeit noch mit dem Sonders gebracht. Allerdings die Renata Ulti und er lebt immer noch das Shielding von Karma. Sein eigenes Shield durch die E. Absolut disgusting, unlucky auf Seiten von Echo. Und jetzt wird aber Karma nochmal so ein bisschen gebaitet. Der Flash Volley, sehr gute Combo von Huesuzi. Ja. Und das ist hier komplett 4 Kills nochmal. Eigentlich bei einer Situation, die so ein bisschen entschärft ist, beziehungsweise gar nicht mal so, ja, so explodieren muss, sag ich mal. Das heißt ja auch, that escalated quickly auf Seiten von Echo. Also kann man jetzt auch ohne Nash sogar dann infolgedessen die Base einreißen, den ersten Dreier-Dings, ersten T3 kriegen. Was für Elo ist Ain circa? Auf der Top-Lane haben wir heute einen Master-Ersatz mit Siegfried, der highest Member by far. Ansonsten, ja, ich glaube, mittleres bis low Dia. Mit ein, zwei Dia-Leuten. Also komplett Dia ist man hier aber. Ja, auf jeden Fall einer unserer stärksten Community-Teams auch in der Division 5. Ähnlich wie im Impunity und Valhalla Ansprüche nach oben. Saint vielleicht normalerweise auch, haben aber natürlich eine schwere Gruppe, wo nichts nach oben hingeht. Haben jetzt aber auch schon safe, glaube ich, den Abstieg verhindert. Also Saint ist, glaube ich, ja, zufrieden, die Div 5 gehalten zu haben. Hoffen natürlich dann wahrscheinlich nächstes Split eine einfache Gruppe zu kriegen. Ja, und diese Gruppe, es ist jetzt doch dann deutliches Game geworden für Valhalla. Valhalla, jetzt bin ich ja schon komplett durcheinander. Für Aal natürlich. Also nicht nur der Lachs läuft, sondern auch der Aal hier. Und man angelt sich vielleicht diesen ersten Sieg hier. Ja, und man räuchert hier eher Echo. Und geht jetzt auch Richtung Nexus mit diesem zweiten Baron Bauer Powerplay. Der erste T3, der erste Inhib ist down. Man rotiert jetzt auf die Sideline bzw. eine Mitte. Da muss man noch ein bisschen backwards gehen. Muss aufpassen, dass man jetzt nicht hier engaged wird alleine unterwegs. Aber ja, der Sion kann ruhig der Anhänger sein. Er ist super, super tanky. Kriegt jetzt auch das Karma Shield noch oben drauf. Geht jetzt sogar nochmal fürs TP-Play, so wie es aussieht. Aber das Window will hier Echo für den letzten All-or-Nothing-Fight in der Midlane hier verwenden. Schöne Stopwatch allerdings wieder von Fabs. Zuvor schon die W gelegt. Swain jetzt angekommen. Man hat zumindest die Ashe gekillt. Seri noch unberührt in der Backline. Aber Front-to-Back spielt jetzt hier natürlich Aal in die Flossen rein. Und Seri, der einzige Hoffnungsschimmer auch während des Games so ein bisschen, dann allerdings am diesen Chase, am Nash bewiesen, also dass auch der eher hier so ein bisschen mental geht, beziehungsweise geforst ist, was zu machen. Dieses Forcen geht nach unten los, aber alles selber auf jeden Fall eine Force hier, eine Macht, die es nicht zu unterschätzen geht. 1-0 also für Aal in Sport. Und ja, es war lange ruhig, hohes Niveau und dann doch insgesamt auch der Draft-Diff. Der Draft ging für mich natürlich auch schon an Aal mit den Victor mit einer soliden Potlane. Also man dominiert nicht nur das Normal Game, man nimmt den Draft mit im Competitive in die Prime League und ist auch hier siegreich. 1-0 also für Aal. Ja, also diese ein, zwei Fights, wo das Game dann explodiert, ist wirklich an diesen Drake-Fight und dann oben am Nash diese zwei Fights. Und dann ist der Victor eben fett. Ausgerechnet, der Victor hat hier Early Game die Kills dann, die einzelnen Kills von InSport bekommen. Natürlich das First Blood von Karma auf der Botlane. Wobei man da eben Seri so ein bisschen Fragezeichen eigentlich gegen Ash. Du musst das Cleanse haben. Das lernt man in der ersten Klasse hier auf der Rift.
Aber solides Game von Aal. Solides Game auf jeden Fall. Wenig zu kritisieren. Vielleicht ein, zwei Situationen, gerade der Nash, nicht optimal ausgespielt, der erste Nash. Auch, ja, ein bisschen scary, dass Trundle im Early Game so viel abgegeben hat von seiner Top-Seite for free. Unten nicht so wirklich was bekommen. Ja, du hast die Sums von Siri bekommen. Dann auch versucht zu Return-Ganken, beziehungsweise dann als Lane-Gank die Antwort auf den Wukong-Gank zu finden. Aber dann war man eben nicht auf eine Page, das war nicht die optimal gewählte Situation. Da war ja eben diese huge Cannon Wave gegen ihn, wo Who is Yuzi nicht so wirklich contributen konnte. Von daher hat man so ein bisschen mit seiner Entscheidung sich, zumindest auf Jungle-Position, sich ins eigene Fleisch geschnitten im Early Game. Aber ist ja nochmal gut gegangen, dann eben der bessere Draft in den Teamfights. Diese Teamfights auch besser ausgespielt. Dieser beautiful Flank von Fabs, den man nicht auf dem Schirm hatte, von Echo, wo er da im River die perfekte Chaos Storm rausbekommt. Und ja, sehr, sehr gutes Game. Wir sind gespannt aufs zweite Game. Und wie gesagt, dann sieht's hier schon richtig, richtig gut aus für den Aufstieg. Sollte man eben dieses zweite Game jetzt auch schon besiegen. Denn gegen den anderen Tabellenersten, die stehen beide 5-3. Gegen den hat man ja schon 2-0 gewonnen am Spieltag in Mainz. Dann muss man sagen, 1-1 nur gegen Salty Surfer und gegen die Bio-Mehrwegflaschen, deren einziger Sieg das bisher ist, das Unentschieden gegen Aal. Also da auch durchaus noch Möglichkeiten von Echo, dieses 2-0, wenn man heute den verliert, auch noch auszugleichen. Und dann geht's doch noch in dieses direkte Duell gegen Team Elite Steel. Und jetzt entscheidet sich auch Echo für die Red Side. Das heißt, wir gehen hier in den Seiten-Swap. Ja, und eSports Cologne müssen sich fragen, auch im Draft, was können wir besser machen? Mehr Teamfight vielleicht noch? Swain, ist ein schwieriger Pick in der Mitte, glaube ich. Also da ist jetzt auf jeden Fall nicht aufgegangen, gerade in das Matchup gegen Victor nicht gut genug, early ausgenutzt. Wie gesagt, Minute 10 noch kein Gank in der Mitte gesehen. Und das ist das vielleicht, was letztes Mal Omega so ein bisschen, oder wie der gute Vixi sich darüber beschwert hat, wo man da Syndra gepickt hat und Syndra ja aus seiner Sicht so ein Champ war, den man ja eben ganken muss, den man ins Spiel bringen muss. Und genauso sah es ja auch mit dem Swain aus, finde ich. Also da hätte man durchaus den Swain irgendwie ins Game bringen müssen. Also da lag es im Early Game natürlich nicht so wirklich am Draft, sondern eben dann einfach dieses outscalende Komponente, die dann in diesem Draft den Unterschied gemacht hat. Und ja, eben das Early Game ein bisschen besser ausnutzen. Auch auf der Top-Seite hat man den Woolibear, der ja gar nicht mal so der S-Tier-Pick ist auf der Top-Lane. Also da gibt es auch bessere Picks als Woolibear Toplane, bin ich auch gar nicht mehr so der Fan von. Vor allen Dingen, wenn man das nicht als Flexpick auch benutzt. Hier hat man eher den Wukong als Flexpick benutzt, der für mich auch mehr Daseinsberechtigung hat auf der Toplane momentan als der Wukong. Ja, Fabs, chill. Muss ich noch anpassen. wir haben 1-0. Ja, Fabs natürlich insaner Spieler, hat heute seine Victor-Expertise gezeigt. Schön R gedrückt. Stopwatch, schlauer Buy auf 3. Und wir gehen in das zweite Pick und Bun. Und ja, auch in die letzte Phase des heutigen Abends natürlich. Denn in der Prime League gibt es ja nur zwei Flat Games. Jeweils ein Best of One. Trundle jetzt rausgebannt auf Seiten von Echo. Also direkt mal die Buns hier adaptiert. Gerade ja Lulu
Vayne, was war noch? Ich glaube, den Mordekaiser, den man selber rausgebannt hat, den will man sich wahrscheinlich jetzt ein bisschen sparen, diesen Bann. Wie gesagt, auf beiden Top-Lanern high contested. Ob es ein Mordekaiser First Pick wird, wage ich zu bezweifeln. Aber ich warte auf jeden Fall den Mordekaiser Blind Pick auf Seiten. Oh, nevermind. Mordekaiser hat man jetzt doch gebannt noch. Wundert mich doch ein bisschen, dass man hier den Mordekaiser gegen Siegfried so krass diese Prio gibt. Das heißt, Vayne oder Lulu bleiben hier noch frei. Nevermind, es war die Tristana anstatt die Vayne. Vayne war erst in der zweiten Rotation mit Twitch. Und man geht für den Victor First Pick für Fabs. Also, come at me, sagt er hier. Ja, stark. Gerade, wie gesagt, der Carry sehr, sehr gut blind pickable wohl. Ja, bin ich gespannt, wie man jetzt eben dort Champion-wise reagieren will. Und ich hoffe, dass man da diesen Victor auch. Was das Laning, was die Jungle-Action, was Support-Roams anbetrifft, einfach stärker unter Druck setzt. Und mit dem Wukong im Jungle, den man hier jetzt pickt, hat man ja diese Möglichkeit. Also kann da eigentlich permanent in der Mitte engagen, sobald Viktor dort die Lane reinpushen möchte. Und da ist eben der Corki. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, für mich Corki einer der Midlaner, der noch dieses Scaling beantworten kann von Viktor mit seinen Raketen, mit der Package. Also, das finde ich hier ein sehr, sehr guter Pickup. Und ich glaube, das wird auch so ein bisschen das Standard-Matchup werden, sollten hier keine Bans in der Mitte gezogen werden. Veigar für mich ein bisschen überraschend, komplett irgendwie durch die Nerfs wirklich auch Leute davon abgesehen. Veigar für mich eigentlich auch so eine Top 3, Top 5 Meta-Pick hier in der Midlane gewesen. Azir kommt jetzt auch in den höheren Elo-Bereichen immer mehr zum Vorschein. Aber jetzt also dieses Standard-Matchup Viktor gegen Corki. Einfach selbst counterpickt, sagt Marco 1. Das Matchup ist so bad für Corki. Ja, bin ich gespannt in der Mitte, ob wir das sehen werden, ob es bad ist oder nicht. Wird auf jeden Fall bis Level 6 hart outranged werden durch Viktors Laser. Phosphor-Bombe da eigentlich eher so ein bisschen für das Melee-Fighting gut. Sejuani jetzt der Flex-Pick auf Seiten von Aal. Und man hat ja schon den Trundle selber rausgebannt. Von daher finde ich das eine gute Adaption, dass man jetzt auch so ein bisschen tankiger wird. Ich erwarte, dass es hier die Sejuani eher auf der Top-Lane ist für Siegfried. Mal schauen. Nautilus jetzt auch anstatt Renate auf der Botlane. Also auch da versucht man was Neues. Gefallen mir diese Adaption bzw. Experimente auf Seiten von Echo, obwohl jetzt hier der Twitch-Chat eben angemerkt hat, dass man sich da selber countert. Übrigens, falls die erste Nachricht war, nochmal Ausrufezeichen Discord. Gerne mal auch auf unseren Socials vorbei gucken. Get involved, guys. So, Top-Lane Buns kommen jetzt durch. Es ist der Sion noch, also man traut da noch nicht so wirklich, ob die Sejuani wirklich auf die Top-Lane gehen wird, beziehungsweise im Jungle, also da der Flex-Pick auch erfolgreich angebracht. Auf der anderen Seite wird es wieder der Gnar-Bann gegen Boosted Bonobo. Jetzt die Leute, die sich nicht richtig aufgestellt haben. Und der Twitch wieder. Also Vayne wäre jetzt noch eine Option für Who is Yuzi. Bin ich gespannt, oder ob man hier wieder für die Ashe gilt. Ich glaube, diesen Fehler, dass man keinen Cleanse gegen Ashe gibt, den macht man hier zumindest nicht ein zweites Mal oder würde mich sehr, sehr krass überraschen. Und der Jhin wird jetzt noch gegen Jesper gebannt. Das heißt, Seri wäre auch wieder für ihn eine Option. Wundert mich ein bisschen, dass man hier den Jhin-Bann sozusagen den Seri-Bann vorzieht, weil Seri gerade zumindest die einzige Hoffnung war auf Seiten von Cologne. Und es wird die Ashe diesmal auf Seiten von Echo. Man dreht den Spieß hier bzw. den Pfeil also um, schießt zurück
Und jetzt bin ich gespannt, ob man die Wellen auspackt oder die Serie jetzt auch selber pickt. Wäre natürlich auch eine Option. Ja, Musik ein bisschen laut. Ja, und es wird die Vayne für Who's Uzi, also auch Uzis oder Uzi, wie er dann zum Schluss immer genannt werden wollte. Einer der Signature-Pick, die Vayne natürlich auf ihn. Oder auch Gosu, einer der bekanntesten Vayne-Spieler. Und Vayne ist natürlich gerade auch wieder seit den Durability-Patches, beziehungsweise dieser 10-10er, oder 12-10er war es ja, glaube ich. Seitdem Vayne richtig, richtig gut. Und jetzt auch noch der Ohren, also es wird doch die Sechu im Jungle, also Top und Jungle diesmal Frontline Duty pur. Wow. Und da hat man jetzt auch nicht so wirklich die Carries, die da durchkommen. Natürlich Poke immer auch gut gegen Tanks hier auf Seiten von Corki, auf Seiten von Echo, aber da kann man auch ruhig mal so eine Rakete blocken. Wenn ich jetzt so eine Sechu oder ein Ohren wäre, würde ich mich da versuchen vor Vayne und Victor zu stellen. Und man geht jetzt für den Swain auf der Top-Lane, so wie es aussieht. Finde ich interessant. Gerade da auch eigentlich so Scaling gegen Scaling. Aber du willst hier nicht mitscalen eigentlich. Du willst hier eigentlich schon dagegen fighten. Weil, wie willst du diese Comp aus Vayne, Victor, Ornn? Wie willst du das outscalen? Also da lege ich mich fest. Du, vielleicht ein Katzadin, vielleicht eine Kayle, aber du kannst dir dieses Scaling niemals beantworten in diesen Teamfights später. Und jetzt hast du so ein bisschen etwas, was aber versuchst mitzuscalen. Mit Swain, mit Corki. Du hast auch ein gutes Late-Game. Du willst gar nicht Early fighten, weil Early bist du auch schwach. Und kannst eben diese Early-Game-Schwäche auf Seiten von Aal eigentlich nicht abusen. Von daher sehe ich hier einen Draft Aal wieder meilenweit voraus. Und da kommt mal Bogenschwert. Go, go, Jungs. Ihr habt das Legenden. Weiß aber da nicht, welche Jungs er meint. Ich hoffe natürlich hier, weil er auf dem Innsport-Kanal ist, auf die Innsport-Jungs, auf die Aal-Jungs. Aber da es die erste Nachricht ist. Ja, Game Nummer 2 für beide Teams. Also wichtig, um den Anschluss an die oberen Tabellenspitzen nicht zu verlieren. Beziehungsweise eben, ja, Aal hat schon Federn lassen mit diesem 1-1 gegen Salty Surfers, gegen 1-1 gegen die Bio-Mehrwegflaschen. Esports Colonia noch ungeschlagen vor diesem Game, vor diesem Match, aber gerade eben das 1-0 kassiert. Von daher wird es auch von ihnen wichtig sein. Ansonsten später, wenn man weiter in Deathless bleibt, vielleicht in den Tiebreaker. Wobei auch noch Team Elite Steel und Cosmic Outcast, die beide 5-3 an Tabellenspitze sind, gerade ja nochmal mitfighten werden. Also es bleibt eine spannende Gruppe, aber sollte Aal das 2-0 heute komplett machen, sind sie natürlich in einer sehr, sehr guten Position hier. Und Demon's Sword auch nochmal mit dem Let's Go Aal. Ja, nice. Ja, gehen wir doch mal, also Team Diff sehe ich ganz klar in den Händen, Late Game sehe ich ganz klar in den Händen von Aal in Sport. Gehen wir vielleicht nochmal Top to Bot kurz runter. Top Lane, hast du eigentlich keine Kill Pressure auf den Ohren, da brauchst du True Damage, um irgendwie da durchzukommen. Hast ja als Single, Single CC nur deine Klaue auf den Swain, von daher wird Ohren Swains Damage eigentlich sehr, sehr gut wegtanken sollen. Und Ornn oder Siegfried hat ja gerade die Lane gegen Woody auch recht, recht decent gespielt. Von daher erwarte ich da nicht viel Action. Ornn, natürlich einer der Scaling Beasts, hat selber Kill Pressure auf den Ornn. Er ist ja nicht nur Tank, sondern auch tausende Rollen extra. Ja, Jungle bin ich gespannt über Sejuanis Jungle Clear. Der könnte ein kleines Problem werden, beziehungsweise anfällig gegen Invades von Wukong. Deswegen eigentlich eher Tank-Jungler nicht mehr so die Meta. Da erwartet man eher sowas wie ein Woli, wie ein Wukong, wie ein Viego, wie ein Trundle, wie ein Xin. Also welche, die noch ein bisschen mehr Jungle-Speed haben. Bin ich gespannt für das Sechu in dem Jungle. In der Mitte, ja, Victor haben wir gerade schon Fabs Leistung gesehen. Sehr, sehr gut die Lane gespielt. Ein bisschen zu wenig Action eben dort auf Sicht von Echo verursacht. Deswegen würde ich mir jetzt eigentlich ein bisschen mehr Pressure wünschen. Hast ja jetzt mit Nautilus auch nochmal einen Support, der noch Roam-heavier, noch besser funktioniert als eine Renata. Nochmal sehr, sehr viel CC mehr im Kit mit sich bringt. Von daher könnte auch der Roaming Darkick Dragon hier was werden. Und auf der Botlane, Vayne natürlich jetzt nicht so mein Favorite ADC auf der Lane.
Aber wir haben auch gerade gesehen, da hatte man ja die Jungle Pressure von Lollygag und von daher Lollygag. Von daher würde ich mir die Sejuani hier, natürlich wird sie wieder Botlane puffen. Du hast auf der Toplane nur den Ornn. Und ja, da kann man eben die Pressure auch von der Botlane nehmen, beziehungsweise dort selber Pressure einfügen. Nevermind, Aal muss verlieren, dann sind wir noch Erster. Ah, Bogenschwert. Bist du von Cosmic? Von den Cosmic-Leuten oder von Steel Elite? So, wir gehen ins Overlay fürs Ingame. Müssen aber ganz kurz nochmal den Punkt natürlich an Aal geben. So. Ja, wenn Aal jetzt das Game verlieren würde, ist natürlich auf jeden Fall, haben wir 4 Teams mit 5-3, was natürlich nochmal sehr, sehr viel spannender wird. Banger-Gruppe auf jeden Fall. Und es gibt ja nur 2 Plätze für die Playoffs. Die sind hier heiß begehrt. Oh, weil ich es geswappe. So, der ist richtig. Nein, der ist nicht richtig. Ach, das wieder. So, Invade wurde aufgehalten von Bakurio. Gute Mantra Q. Man sieht also hier auch das 5er Squad wieder nach oben gehen. Der erste Laser von Fabs. Und man sieht auch diesen Ward, wie er gestellt wird. Mich wundert, dass hier Lollygag zweimal nicht für den Lens Recall geht. Gerade da man jetzt auch Vision auf diesen Ward bekommen hat. Ja, wichtig auch, dieser Ward hier unten, um den Schieß zu verhindern, den haben wir ja auch schon, glaube ich, gestern im Hotel-Game gesehen, wie anfällig man immer noch gegen Level 1 Cheeses ist. Von daher auch hier hat man die Hausaufgaben gemacht. Die sollten auch alle eigentlich drin haben auf diesem Niveau, da war ich ein bisschen enttäuscht von Hotel gestern. Da nochmal der Shout-out an Klein Felix und an Chaos, die mich hier sehr, sehr gut ersetzt haben gestern. Ja, diesmal auf der Top-Lane Gold richtig, das Conqueror auf den Swain wäre gerade schon in der Mitte eigentlich the way to go gewesen. First Strike natürlich auf beiden Midlanern diesmal, auch das TP. Jetzt also in der Mitte auf der anderen Seite. Ja, Corki mit Ghost Flash macht da absolut gar keinen Sinn. Botlane hat sich der Nautilus nicht fürs Glacial, sondern fürs Aftershock entschieden. Das heißt, er ist in der Initial-Situation ein bisschen tankiger, macht aber weniger CC insgesamt, das Glacial fällt. Fehlt also. Und Jesper diesmal nicht das Heal gegangen, sondern selber das Exhausten auf der Seite, was ich schon vorhin auf Jesper kritisiert hatte. Wieder kein Cleanse auf Seiten von Yuzi. Oder who is Yuzi? Was haben wir vergessen? Hm, was meinst du, Demon Sword? Ja, Wukong geht jetzt das erste Mal für den Invade, hat jetzt selber sehr, sehr viele Camps liegen lassen. Und jetzt also der erste Gank auf Fabs, das sollte der erste Flash-Gewinn sein, ja. Und genau das ist doch die Animation, die man sich gewünscht hat auf Seiten von Cologne. Minute 3 also, der erste Gank in der Mitte, ein Flash. Wieso nicht gerade, möchte man ihn zurufen. Und eigentlich hast du ja mit Corki weniger Setup in der Mitte, weniger CC als einen Swain gerade. Und Fabs, ja, muss das ein bisschen mehr respektieren, gerade jetzt ohne Flash. Hat sich vielleicht gedacht, ja, ich kann mir das einmal erlauben mit dem Flash, aber jetzt eben, das zweite Mal, wird es das First Blood sein auf Seiten von Cologne. Und auf der Top Lane gute Kombos von Boosted Bonobo, aber auch Siegfried kriegt nochmal einen Auto-Grasp mit. Ist jetzt allerdings schon ohne Corrupting Potions und ohne Cookies, das heißt, er wird jetzt weiter leiden und ja, hat mich gewundert, dass man hier nicht für Doran's Shield gegangen ist. Eigentlich willst du hier Corrupting Potion nur für Trades noch extra mitgehen. Und die willst du ja eigentlich gegen Swain nicht suchen. Was haben wir gestern? Was haben wir vergessen? Gestern als Hotel. Ach, das Sheezing Ward, glaube ich, in Tribush unten. Oh, Siegfried muss die W, das Auge flashen von Mordor, von Swain.
Also beide Flashes auf der Top-Lane getradet. Enge Kiste. Doch mehr Action, als ich gedacht habe. Und ja. Jungler aber wieder beide sehr, sehr weit entfernt. Und River wird jetzt hier der Wukong ausgespottet. Der möchte natürlich die Flashlosigkeit von Fubs abusen. Ja, Cocky hat sich auch für die Träne entschieden, wobei da auch Fubs ja letztens im Cast schon das kritisiert hat. Und jetzt muss er das also so ein bisschen auch in der Lane selber abusen. Da ist eher Kall das Stichwort, was er da immer als First Item von Cocky sieht. Kriegt jetzt aber immerhin die Lane reingepusht und kann hier recallen. Auf der Top-Lane die nächste Double U, die wird aber schön geäht nochmal von Siegfried. Aber ja, 10 CS Vorsprung sollte jetzt vielleicht für einen Recall-TP gehen. Aber baut sich erstmal auf der Lane etwas und er baut sich hier das Movement Speed Health Item. Winged Moonplate als First Item auf den Ohren. Kreativ. Natürlich gegen Swain ist es Name der Stunde Mobilität, aber als First Item. What the fuck? Was geht da wieder durch Siegfrieds Kopf durch? Spicy, spicy. Dann bau doch lieber die Boots aus, wenn du Movement Speed haben möchtest. Fubs jetzt mit den Recall. Der wird nicht unterbrochen rechtzeitig von einer Rakete. Bakui jetzt aber sehr, sehr weit vorne. Wurde allerdings nicht gehuckt. In der Zwischenzeit der Wukong, der sich hier den ersten Drake gönnt. Das ist der Ocean Drake. Ja, und Sichuani hier noch sehr, sehr ruhig. Farmt sich hier hoch, hat auch noch gar keinen Recall. Auf der anderen Seite wieder das Sheen als First Item für Exabius, der schon sehr, sehr low gefallen ist am Drake. Aber kann nicht bestraft werden, verliert so ein bisschen Tempo wieder. Aber das tradet man ja bewusst gegen das Objective ein. Ah, Fubs Flash gleich schon wieder ab. Also erfolgreich das nicht abused worden bzw. verhindert. Und jetzt sogar der All-In-Versuch auf Boosted Bono. Der hat sehr, sehr wenig Mana. Hat jetzt die Ultimate aktiviert. Demon Flare aber sehr, sehr spät und außerhalb von Warns Range. Wundert mich, dass er das nicht sofort geprockt hat. Aber Wukong setzt jetzt Siegfried hier unter Druck. Siegfried ohne Flash. Hätte aber, glaube ich, gleich noch die E. Ja, und man hat kein Level 6 auf Exabius, das heißt, Ohren wird hier nochmal rauskommen, hat noch das TP, alles im grünen Bereich für Siegfried. Ja, und Gold, even fast in Minute 7 sind es noch 400 Gold, die man ahead ist, eben auf der Top-Lane-Position und ADC hat man auch 10 CS aktuell mehr, wobei man da auch noch eine Minion Wave vor dem eigenen Tower hat. Auf der Top-Lane hat man jetzt sogar gleich den Advantage, Siegfried könnte auf die Lane-TPen, auf der anderen Seite Boosted Bonobo, das TP schon eingesetzt. Aber man entscheidet sich hier auf den Ohren zu laufen. Finde ich interessant. Eigentlich, wenn du jetzt den 6-Minuten-Timer nimmst auf das TP, wird es genau passen zu dem Zeitpunkt, wo TP dann auf Wards und Minions erlaubt ist. Also deswegen gucke ich da immer, dass ich die TPs, wenn ich einen Advantage habe, auch ein bisschen verbrate. Weil ansonsten hält man den sich eben umsonst. Man sieht ja auch, die Hälfte des TPs von Boosted Bonobo schon wieder abgewesen. Aber wie gesagt, Siegfried ja als frischgebackener Master-Edo-Spieler, der wird hier schon wissen, was er tut, auch mit seinem weirden Item-Build. Ah, Boosted Bonobo macht es immerhin sehr, sehr gut mit den Ohren-Kombos, dodgt immer wieder diese Knock-Ups mit dem Pillar. Da kleiner Shoutout, wobei da die Skillshots bis jetzt noch nicht so sitzen. Ja, sehr, sehr ruhig auch um den ersten Herald. Da hatte man ja gerade auf Seiten von eSports Cologne so ein bisschen den Fokus drauf. Oh, Hookie geht weit. Lolligag mit Level 6 auf Bord. Man hat keinen Cleanse. Wieder auf Jesper. Jetzt engagiert man hier auf den Nautilus.
Hawkshot kam durch. Aber man ist ja keine Kamille, sondern eine Ash. Und der Flash von Nautilus über das Glacier Prison. Gerade als der Hook rausgekommen ist, ist genug Damage, um mir das First Blood auf der Sechu Ani so securen. Gut gemacht. Von Aal auf der Botlane und auf der Toplane. Wow, Boosted Bonobo kriegt hier ordentlich Damage rein. Ja, und auch Wukong ist jetzt hier nur zum Play gekommen, anstatt hier Crossmap-Play zum Beispiel für den Herald zu gehen. Ist hier eigentlich nur Voyeur auf der Botlane. Gefällt mir nicht so gut von Cologne. Also wenn man hier das First Blood immerhin für diesen Herald tradet. Aber somit kann man auch gleich den Herald noch contesten. Fabs jetzt auch von der Mid-Prio geht hier in den River rein. Geht sogar ganz durch auf die Top-Lane. Ja, da ist gerade das Trinket Ward von Boosted Bonobo ausgelaufen. Vor allen Dingen könnte der Roam jetzt wirklich aufgehen. Flash kommt nicht durch. Viel zu spät. Der Name ist Programm. Man hat hier also nicht nur den Affen im Jungle bei eSports Cologne, sondern auch auf der Top-Lane. Ja, sehr gutes Play. Also zwei Kills jetzt im Gepäck. Und gerade Fabs, der Game Nummer 1 schon durchgecarried hat, jetzt auch mit einem Kill beseelt. Das heißt, er kriegt auch nochmal frühere Stacks fürs Upgrade. Na, Siegfried jetzt aber fürs Plating gegreedelt. Kommt aber noch mal alleine raus. Und jetzt benutzt man wieder das TP von Boosted Bonobo, obwohl der Jungle eigentlich dort gewesen ist, um den T1 zu halten. Also da auch nochmal interessant, wie man mal mit diesem TP wirklich auf Cooldown umgeht. Aber eben nur für die Lane. Auf der anderen Seite spart man sich ja auf Seiten von Siegfried vielleicht ein TP zu viel. Und jetzt geht man hier First Item fürs komplette First of Nature. Ah, Tivium jetzt mit der ersten Package auf den Corki. Hat auch schon seinen Mana Mune completed. Wartet hier aber sehr, sehr lange. Und ja, zeigt sich jetzt auch, man wittert das Play. Das heißt, man wird auch wahrscheinlich diesen zweiten Drake hier abgeben. Hat jetzt aber einer der stärkeren Souls, deswegen sollte man da spätestens dann natürlich den dritten Drake contesten. Wobei man ja eben noch jetzt noch nicht so in der Stärke ist. Wie gesagt, man aufs Geld hier brutalst. Von daher muss man gar nichts flippen. Kann diesen zweiten Drake auch locker abgeben. Alles im grünen Bereich wieder für Aal. Wie viel steht Ain't? Lieber Nosk. Du siehst oben einen Punkt auf Seiten von Ain't. Das heißt, man steht hier 1-0. Und auf der Top-Lane der Solo-Bolo fast schon von Siegfried. Man ist hier wirklich geforst von Boosted Bonobo die Ultimate anzuschmeißen. Und da geht das Force of Nature als erstes Item komplett richtig, richtig gut auf vom Ohren. Herald wird jetzt sofort eingesetzt. In der Mitte gibt nochmal Fabs Platings obendrauf, der ja deine große Windcon ist. Und auf der Toplane der Solo-Bolo-Versuch. Schöner Knock-up, der erste Brill-Block, aber gewifft. Das heißt, Siegfried wird auch hier abgehen. Na klar, konnte man da das erste Brittle nicht so richtig procken. Ach, vielleicht, man hatte eigentlich den Knock-up durch die Ultimate, entscheidet sich aber für so eine Art Double-Knock-up mit E, mit Ultimate Re-Engage. Hätte er lieber vielleicht für die Brittle-Aktivierung gehen sollen. Aber ja, war eine schwierige Situation. Ich glaube, selbst wenn er das perfekt spielt, wird es knapp mit den Tower-Shots. Aber ja, denied wieder Farm auch für Boosted Bonobo. Und der Swain geht jetzt bis jetzt noch gar nicht auf. Ist natürlich auch ein heavy Scaling-Dependent Champion. Aber ja, wenn du den Ohren countern willst, wieso gehst du nicht sowas wie eine Camille? Mordekaiser war gebannt, würde mir jetzt auch noch einfallen. Der Olaf war gebannt. Der Gnar war gebannt. Also man hat hier schon sehr, sehr viele Counter-Möglichkeiten gegen Tanks auch rausgebannt. Aber Camille für mich eigentlich so der klassischste Tank-Counter immer noch. Jax auch so ein bisschen aus meiner Sicht underrated auf der Top-Lane gegen Tanks. Kann vor allen Dingen diese Nahkampf-Brittle-Aktivierung von Ornn nochmal umgehen mit seinem Counter-Strike. Ja, also Draft-Adaptionen. Man hat hier wieder viel experimentiert, auf jeden Fall von Seiten von Cologne. Geht bis jetzt noch nicht so auf. Ah, in der Mitte der Engage gegen Fabs. Hat schon rausgeflasht, aber der Chaos Storm
Auch Exabius muss defensiv rausflashen und der Hook geht weit. Der Hook war absolut getrollt. Ja, Death Charge kommt noch hinterher auf Fabs. Der Arrow trifft auch Fabs. Alles trifft hier Fabs, aber man kommt nicht drauf. Jetzt der Hook. Und endlich kann man den Midlaner von Aal abholen. Und Lolligag kann nicht so wirklich peelen, beziehungsweise hat eigentlich noch Glacial Prison. Wieso versuchst du nicht, das Leben deines Midlaners zu retten? Fragwürdig für mich. Sejuani hier. Hat er auch noch Flash, also selbst wenn man da schnell genug schaltet, hätte man noch sich vor den Flash, vor den Hook flashen können. Von daher, Lolligag würde ich das hier eher ankreiden, dieses Play, anstatt wirklich Fabs, der da. Aber natürlich zuvor auch All-In wird in der Mitte. Und gerade der Shutdown für Corki hier sehr, sehr wichtig. Auf der Top-Lane jetzt die Ultimate geprockt von Boosted Bonobo. Hat sich gegen das Relice First entschieden, sondern für das Liandris. Das heißt, er hat auch zu wenig CC. Kann nicht wirklich Stickiness machen. Und wie gesagt, das Force of Nature fand ich spicy, fand ich überraschend. Macht aber aus meiner Sicht totales Sinn. Also, well played hier an das Bild vom Siegfried. Ja, aber jetzt haben wir das RNGesus in favor für Cologne. Man hat den Infernal Drake in einer Minute. Das heißt, ja, man müsste langsam dann ins Contesting übergehen auf Seiten von Aal. Fabs geht jetzt auf Rabenjagd. Der Aal schwert sich im Fluss und kann jetzt Swain abholen. Jetzt ein schöner Flash, der Laser, die Autotags. Es reicht nicht. Schade, schade. Aber man kann auf jeden Fall den Swain von diesem T1 ja, weg chasen. Und jetzt geht hier das Local Gold aber komplett an den Ohren. Finde ich schade. Also du hast doch den Fabs around. Wieso nimmt er das Local Gold nicht? Komisch, komisch. First Blood Tower somit an Aal. Der dritte Drake jetzt in 22 Sekunden. Vielleicht deswegen. Trotzdem, nur noch über das Local Gold mit. Verstehe ich nicht. Botlane jetzt der Free T1 als Antwort für Echo. Man nimmt jetzt die Karma mit, um eher die River Pressure bzw. River Vision aufzubauen. Die wird von der Exabus alleine jetzt so ein bisschen, zumindest den zweiten Ward, wird er so ein bisschen gebaitet werden. Nein, er nimmt den zweiten Ward auch noch. Und jetzt wird einfach mal dieser Drake angefangen. Orn hat schon, hat nicht das TP benutzt, ist schon hierhin gemoved. Genauso wie Swain. Und man ist jetzt so ein bisschen split auf Seiten von, wow, viel zu split. Und schönes Glacial Prism, man geht rüber. Man hat doch die Packages, glaube ich, die immer noch auf den Corki drüber ist. Und der geht jetzt in den Shock Point. Sehr gute Package. Sehr gutes Death Charge hinten auf Fabs. Der kann, auf Uzi ist es. Der kann noch flashen. Und jetzt aber der Chaos Storm. Man hat die dicke Frontline, die sogar die Package tacken wollen. Und jetzt ist es die Karma alleine gegen Corki. Man spielt hier wieder ein Split Fight. Aber Tiveum jetzt der einzige Verbliebene auf Seiten von Aal. Von Echo. Aal hat auch noch zwei Member und Fabs kann sich hier befreien. Schöner Flash zu Form River. Und Siegfried hat jetzt sogar noch genug Speed. Ah, lässt sich nicht bambuseln. Schön gesehen. Leider die E ein bisschen zu kurz. Die W reicht nicht. Die nächste Q wird nicht mehr hitten. Und die nächste. Oh, kann man hier noch snipen? Ja, der Drake wird aktiviert. Schöner Snipe mit Call of the Forge God von Siegfried. Und auch der Corki hat hier keinen Spaß gegen den Tank. Ah, der Drake wurde bis jetzt aber leider noch nicht genommen. Man hat da zu viele Member liegen lassen. Und der nächste Knock-Up. Schöner Pillar. Und Siegfried smurft hier wirklich durch auf den Tank. Sehr gute Plays jetzt back-to-back von ihm. Ja, gerade die Package natürlich. Man sieht den Wert des Corkis in diesem Chokepoint auch. Hat es eigentlich noch gut gemacht, dass man gar nicht so sehr auf den Kamikaze Corki eingegangen ist, sondern auch sich seiner Stärke treu geblieben ist. Und man sieht hier wieder der Victor mit den Teil-Items von Shadowflame, mit dem Ludens, macht hier Tanz auf Damage. Ja, damit heißt, der wichtige Drake wurde jetzt auch genommen auf Seiten von Aal. Die scalen fröhlich vor sich hin, die outscalen weiterhin natürlich dann. Gerade der Orn mit den Ornaments wird nochmal ein wichtiger Faktor. Aber jetzt der Melee, alles hier. Schöner Hook of Fabs, der wurde wieder nicht geblockt. Und Lolligag, du bist full life, du bist Frontliner. Dann protecte doch deine Midlaner wieder. Kann er nur zuschauen? Weiß ich nicht. Spielt hier so, als wenn er ein Viego wäre. Aber erst noch die Sage wird jetzt trotzdem noch gekillt. Triple Kill für Ashe. Desaster
für Aal in der Midlane. Eieiei. Das sah nicht gut aus. Nicht gut gespielt. Absolut gepanickt nach diesem guten Engage auf Seiten von Cologne. Und jetzt das Game wieder ausgeglichen. 8 zu 8. Dead even die Goldwerte. Natürlich immer noch das Scaling auf Seiten von Aal. Das möchte ich betonen. Ich möchte es, dass ihr es auf den Schirm habt. Der zweite Herald ja auch nicht mehr ganz so wichtig, aber den nimmt man sich jetzt natürlich nach diesem gewonnenen Fight nochmal for free mit. Ja, und Lolligag gefällt mir bis jetzt noch nicht gut auf diesem Tank. Macht zu wenig Peeling, zu wenig Frontline-Duties. Und Fabs wird hier sehr, sehr gut gehookt. Also auch da Dark King Dragon. Ich hab's gesagt, die Adoption jetzt von Renata nach Nautilus gefällt mir sehr, sehr gut. Man sieht, wie stumpf diese Engages jetzt fallen mit den Hooks. Ja, und beide Carries sind auch völlig im Saft auf Seiten von Echo. 4-1-3 Ash mit einem Bounty auf sich, Krakenslayer und Phantom Dancer completed. In der Mitte kam jetzt das Ludens rein. Das heißt, auch da deine zwei Items, 3-1-4, du scales auf da fröhlich vor sich hin. Und sowas wollte man jetzt vermeiden. Wichtig wird hier in 3 Minuten dieser Drake werden. Erste Ornament auf sich selbst. Man hat das Level 13 erreicht auf Siegfried. Auch die Top-Lane komplett ausgepusht. Kann jetzt vielleicht in die Mitte rotieren und diesen T1-Brut forcen. Der ist ja auf der anderen Seite schon down für Aal. Aber bei Echo steht eben noch dieses Objective. Ja, und Exabius macht mal einen kleinen Drive-By in die Mitte. Booste Bonobo macht dasselbe im River. Das heißt, Free Farm für Fabs auf der Botlane. Ah, in der Mitte Siegfried hovert so ein bisschen das Play. Die Top-Lane River, die Top-Seite River Control geht jetzt aber an Echo. Ja, man nimmt jetzt einfach dieses Angebot an von Echo, pusht jetzt einfach zu viert die Mitte und man weiß ja, Echo muss in die Mitte wieder rotieren und das wird ein gefährliches Play hier von Echo, wenn sie nicht auf einer Page sind. Man sieht den Corki auf der Top-Lane, deswegen sehr, sehr naives Puffing und wird es jetzt hier unterbrochen? Ja, man geht mit Blaze Prison auf Swain, man Call of the Forge Guard, findet die Mitte, das TP sehr, sehr weit hinten am T2 von dem Corki. Ah, man ist aber auch tanky auf den Wukong. Chaos Storm folgt dem Affen. Es reicht leider noch nicht ganz. Swain hat sich hier erfolgreich gegen den Toplane Engage, der so ein bisschen split war, Top-Seiten Engage, gewehrt. Aber ja, gutes Play wieder von Aal. Profitiert hier vom Makrofehler auf Seiten von Cologne. Und man kriegt, will jetzt diesen T1 unbedingt Brute Forcen. Siegfried jetzt sehr, sehr lange unterm T1. Der wird sich opfern müssen. Schade, schade. Und ich weiß jetzt nicht, ob man sich nicht wieder für den Nash turnen wird, beziehungsweise sollte. Auf jeden Fall kommen jetzt erstmal die Pings raus. 30 Sekunden der tote Ohren. Man ist im 5 gegen 4. Allerdings hat man noch TP auf Fabs. Man könnte zumindest ein bisschen nervig werden hier. Schauen wir mal auf die Ultimates. Sichuani wartet noch 17 Sekunden auf die Ultimate. Oh, der Drake schmilzt hier aber gegen Corki. Schöner Poke auf Karma. Smite kam jetzt sehr, sehr früh raus für ein bisschen extra HP. Aber der Laser von Fabs, der ist auf jeden Fall hier fabulous auch unterwegs. Man kann chasen. Schöner Flash-Q. Fail-Flash von Boosted Bonobo. Triple Kill für Fabs. Stopwatch wird jetzt auch eingesetzt. Schön getimed aber von Jesper. Glacial Prison trifft hier keinen. Und das wäre der Damage gewesen, der hier fehlt auf der Ash. Eieiei. Also Lodigag weiterhin für mich die größte Schwäche auf Seiten von Aal. Aber Fabs, der hier wirklich durchrasiert. Ist richtig, richtig gut. Sollten Mods das nicht eigentlich bannen, wenn wir Mods anwesend hätten, die würden das auf jeden Fall bannen. Deswegen gehe ich mal ganz kurz hier und bann den Typen selber als Hoheitsaufgabe. Und wir gehen aber sofort wieder in Game. Sollten hier nichts verpassen, denn dieser zweite Drake geht auch an Aal. So, der Herald also auf der Top-Lane unterwegs, notgedrungenerweise. Da steht auch noch ein angeknackster T1. Und jetzt wird sogar dieser Nash hier gecallt. Da hat man nach dem Drake sehr, sehr viel Zeit gewastet. Die Recalls kamen durch. Lolligag auf der anderen Seite der Map.
Es wird jetzt hier Vision gepinkt, aber das ist der Nash, den man hier vor Free abgibt. Kleiner Marco-Fehler auf Seiten von Aal. Klar willst du diesen Drake nehmen, aber da war man völlig nicht ready. Man hat auch noch das Package auf Corki, das man jetzt gar nicht mehr einsetzen muss. Das heißt, der Nash, das Nash Powerplay, Baron Powerplay ist jetzt in den Händen von Echo. Man hat hier auf jeden Fall ein spannendes Game. Gold Lead immer noch absolut dead even. 400 Gold trennt nur die beiden Teams in Minute 24. Zwei Drakes auf beiden Seiten. Es wird hier ein absoluter, es ist ein absoluter Banger, aber in Sachen Scaling. Ah, Victor Fabs leider ein bisschen gefailt, wurde ein Boozle von Shelly. Der Dash kommt durch. Und jetzt geht mal ein schöner Tumble von Who is Uzi. Entgeht hier diesen Arrow Engage. Ich hatte da kurz meinen Atem angehalten. T2 jetzt in der Mitte genommen. Fabs im Recall machen. Ah, das gefällt mir aber sehr gut von Aal. Pushen hier die Sidelanes. Das heißt, all or nothing hier in der Midlane für Echo. Die groupen auch zu fünft hier. Und haben noch einen Cannon-Minion. Aber Fabs wird ihn gleich auch, wenn er arrived, mit einem Laser hier genug Range haben, um auch den zu schatten. Ja, man verliert jetzt Minions unten. Man verliert Minions top. Also wirklich gutes Makro jetzt von Aal. Nachdem man den Baron for free abgegeben hat, verteidigt man diesen richtig textbook-mäßig und auf Seiten von Echo. Ja, sieht hier geforst aus. Wieder ist man sich bewusst, dass man vielleicht outscaled wird, dass man diesen Nash jetzt irgendwie hier einbringen muss. Aber ja, bis jetzt nimmt man nur hier Zeit von der Uhr des Buffs. Ja, schöner Poke, aber eben auch schöner Waveclear von Victor. Vielleicht kommt gleich sogar der Re-Engage. Könnte ich mir hier gut vorstellen, denn der Poke des Lasers sehr, sehr gut. Und auch das Footwork, also man dodgt hier alles. Wobei die Skillshots auch sehr, sehr pur aussehen auf Seiten von Echo. Eieiei, der Hook von Nautilus. Absolut gewifft. Und jetzt der Re-Engage mit Call of the Forge mit Chaos Storm und mit Glacial Prison. Die Ultimates schön nochmal disengaged von Boosted Bonobo. Das Volley hinterher. Aber zwei oder ein Kick-Kill für Nautilus. Also bis jetzt aus dem Baron nur ein einzelner T2 in der Mitte bekommen. Und den hat man ja auch noch jetzt für einen Kill getradet. Ah, Wukong, Exabius hätte noch die Ultimate von Wukong. Fabs. Sehr, sehr weit nach vorne. Schöner zweimal Knockup von Siegfried auf die Backline. Aber jetzt auch die Backline allein gelassen. Fabs allerdings geschildet von der Karma. Protected von der Karma. Siegfried mit 5 AP. Der Arrow um Millimeter gemisst. Auch der hätte wahrscheinlich gereist, um Siegfried hier ins Jenseits zu befördern. Wow, also diese Dodges vom Arrow. Dafür, dann braucht man auch keinen Cleanse, wenn man die wirklich so clean auch dodgt. Beziehungsweise, wow. Ja, das war um Haaresbreite. Also, den Siege, Baron Siege nochmal überstanden. Jetzt hast du auch das erste Ornament auf des Ludens. Und jetzt sollte so langsam das Scaling reinkicken für Aal in diesen Fights. Und ja, in einer Minute werden wir es sehen hier, denn dort werden sich beide Teams nochmal um diesen dritten Drake kloppen. Und jetzt hat man auch das Anathemas Shane von Sejuani auf den Corki. Finde ich ein smarter bei, denn ja, auch Tivium, ähnlich wie Fabs hier, der große Carry, der eigentliche Anker anstelle des Nautilus hier. Für Cologne. Ja, das Setup, das Grouping, aber in den Händen von Echo mit diesem Scuttle-Take jetzt auch. Man hat allerdings keine Package zur Verfügung, so wie ich das sehe. Und das ist natürlich ein huger Game-Changer hier. Und das sollte hoffentlich auch Aal erkennen, dass man da noch keine Package hat, möglichst frühzeitig selber engagen mit, wir haben es gerade gesehen, mit den ganzen Ultimates. Aber jetzt Loligex sehr weit vorne alleine, aber man möchte auch nicht so wirklich committen. Weiß natürlich, man möchte ungerne hier auf dem Tank engagen. Denn dann droht natürlich auch jederzeit ein Re-Engage. Ah, Siegfried alleine in der Botlane. Die Spannung liegt in der Luft. Es geht um den Tabellenplatz Nummer 1 hier in dieser Gruppe. In der Division 5.30.
Und dieser Drake wird jetzt hier schon sehr viel entscheiden, wobei es aussieht, als ob man nicht so wirklich committen möchte. Shurelia ist jetzt geprockt, der Drake allerdings schon done. Wie viel kriegt man da raus? Siegfried misst die E completely, der Knockup schön von Death Charge, von Wukong Ulti jetzt in der Frontline, aber USO, sie kann hier einen nach dem anderen abholen, tumbelt nach vorne, der Triple Kill für Vayne. Nicht nur Fubs carried hier durch, sondern jetzt ist auch endlich die Vayne angekommen mit ihren zwei Items. Geht jetzt natürlich noch richtig Randuin sogar. Schöner Champion, schönes Champion-Design. Schöne Meta und auch Corki, aber es ist, wow, die Karma. Bakuryu möchte hier noch Zeit bringen, wahrscheinlich für sein Team. Aber das war auf jeden Fall eine Suicide-Mission hier, der Karma. Ja, T1 wird man nochmal kriegen, wahrscheinlich auch den Inhib. Und dann sollte man sich hier zurückziehen. Package jetzt sogar genommen von Tiveum. Ja, für mich aber die Frage, wie viel ist dieser One-Team-Fight wert? Ja, du hast jetzt einen Mid-Lane-Inhibitor, aber immer noch der Inhibitor, der am leichtesten zu deffen ist. Und du hast den Drake eben verloren. Und das wird natürlich schwierig gegen diesen Infernal Drake. Wobei wir auch da schon Teams hatten, die Infernal Drake trotzdem noch verloren haben, denn das Scaling ist natürlich disgusting. Und jetzt kommt die Game Pause in einen, ja, sehr, sehr intensen Spot. Der Nash in 11 Sekunden ab. Die Pause war aber mal in Windeseile. Quasi, praktisch nur ein Spot Werbeunterbrechung hier. Ja, und dieser Drake wird schmilzen wieder. Und du hast die Package immer noch. Das heißt, es sollte der nächste Nash werden für Cologne. Ah, After Pause Freeze ist fast schon länger als die Pause selber hier gleich. Ah, schönes Geräusch noch der Gatling Gun von Corki. Eieiei. Ja, Nash bei 5k, bei 4k, bei 3k. Karma ist jetzt arrived. 1k, das ist der Nash. Kommt man mit allen Mann raus. Call of the Forge Guard findet Swain. Fabs entgeht Swain. Swain platzt hier. Ash ist auch sehr weit vom Team entfernt. Wird aber nicht gespottet, Gott sei Dank. Aus Sicht von Echo. Ja, schöne E geht nochmal den Nautilus hinterher. Vayne geht allerdings erstmal in die Mitte. Schönes Glacier Prison jetzt auf den Corki. Aber kommt man hinterher? Nein, der Arrow sogar nochmal auf die Karma. Man hat sogar die Sichuan hier federn lassen. Der Re-Engage vom Wukong. In der Mitte, ja, okay, Vayne. Aber was willst du da in der Mitte, außer ein paar Lanes pushen? Ein paar Waves pushen. Ja, und somit gibt man hier zwei Leute im Chase auf, nur für den Swain. Boah, was ist das für ein Banger-Game in Division 4? 5.3, es ist super, super close. Weiterhin Minute 31 jetzt vorbei, der zweite Nash, der sechste Drake, der bald abkommt. Also Junge, Junge, das hier ist eine Banger-Partie in diesem Game Nummer 2. Der erste war schon ein kleiner Stomp, aber die Draft-Adoption in Form von Corki, in Form von Ash haben sich hier auf jeden Fall ausgezahlt. Dieser Corki, der ist natürlich gleich fullbild auch mit dem letzten Item hier. Auf der anderen Seite aber genauso. Und das nächste Ornament kam durch auf die Vayne. Die hat sich jetzt sogar nicht fürs Randoms entschieden, sondern fürs Anathema Shame auch. Seinerseits dann wahrscheinlich auf den Corki auch. Ja, und jetzt nochmal ein Random Fight hier in der Mitte so praktisch. Victor ist allerdings nicht around. Siegfried jetzt half live. Aber Toplane, Husuzi kam mit einzelnen Silver Balls hier durch das Metall von Nautilus gehen. Der wird jetzt auch wieder genockt. Ah, der Re-Engage, aber auf Fabs, der ist nicht beim Team. Stopwatch, aber man gibt hier ab. Oh, Who's Yuzi ist noch da. Die Vayne kann nochmal gefährlich werden in diesem Fight. 4 gegen 4. Swain wird jetzt oben alleine gelassen. Die Ultimate ist deswegen auch ausgelaufen. Und Vayne wird hier zum Hero für all. Aber das Maw kann nochmal gegenpoken mit dem Raketen. Vayne jetzt down, aber auch die W von Sejuani. Und Siegfried ist ja auch noch around, um die beiden Tanks holen hier den Corki ab. Ja, wichtig für Aal, dass man den Swain hier doch dann so ein bisschen zoned. Natürlich hat man Fabs damit verkauft, aber Swain findet hier absolut null Zugang in diesen Fights. Muss die Ultimate als Disengage verwenden und das heißt, sie läuft schneller ab. Er wird hier zum Non-Factor in diesen Fights und es ist wirklich hier die Corki-Show. Und auch Ashe hat es schwieriger, ihren Feed, ihren KDA hier auszuspielen. Auf der anderen Seite ist natürlich eine Vayne da im Late-Game viel, viel potenter. Kann sich da erlauben, halb Tank hier zu bauen und trotzdem noch Tons of True Damage zu verursachen. Ah, und somit auch der zweite Nash. Nicht wirklich angebracht worden. Nicht wirklich erfolgreich durchgespielt worden.
auf Seiten von Cologne. Und ja, der nächste Drake in 30 Sekunden. Es wäre die mögliche Soul. Man sollte hier zumindest fürs 50-50 gehen. Und auf Seiten von Aal wird es natürlich alles darum gehen, hier das zu vermeiden. Das TP kommt durch von Corki. Hat er die Package dabei? Nein! Also Corki ohne Package hier für den entscheidenden Drake-Fight vielleicht. Kriegt aber ordentlich Poke schon. Eine Rakete, ein Viertel Leben weg von Fabs ungefähr. Und jetzt muss man früher engagen, als es gerade der Fall war. Ah, wird jetzt selber erstmal re-engaged. Das Shurelia ist geprockt. Man wartet noch mit den Ultimates der beiden Tanks. Blaze the Prison jetzt auf den Corki. Sehr gut ausgespottet. Man hat keinen TP. Der muss defensiv über die Wand drüber gehen. Kann es front to back fighten. Schöner Knockout nochmal vom Death Charge. Schöner Knockout mal noch von Wukong. Ja, man weiß natürlich, der Corki ist noch auf der anderen Seite. Und jetzt ist der erste der beiden Frontliner down mit Siegfried. Schön aber von Yuzi sich hier komplett auf den Corki gefokust. Und jetzt kann auch Fabs, jetzt können die Carries scheinen von Aal. Aber Jesper macht hier auch noch sehr viel Work. Schöner Root von Boosted Bonobo. Klatscher Fight. Und Boosted Bonobo mit der Klatsch E wird hier zum Hero. Triple Kill für Ashe. Ich nehme alles zurück, was ich über die beiden AD Carries gesagt habe. Auch Ashe kann hier durchkiten. Und die Belohnung ist nicht nur der One-Team-Fight, sondern jetzt auch die Soul. Eieiei, man hat alles auf den Corki geworfen. Der kommt mit einer Valkyrie über die Wand. Und dann hat man noch die Ashe, die hier außer Acht gelassen wird. Und auch diese Knock-Up-Kombination aus Death Charge, aus Wukong-Knock-Up. Diese beiden Knock-Ups, wo du vier Leute praktisch, ja, für 5 Sekunden in die Luft schleuderst, die geben hier so viel Zoning-Potential, so viel Front-to-Back-Kiting auch. Das ist so ein bisschen die Ultimates, die ja zum Engagen, verbraucht werden aus Glacial Prison, aus Call of the Forge Cut, dass das eben diese Zeit bringt, um auch hier den Carries von Echo Zeit zum Scheinen zu lassen. Ashe kann die Maus nach dem Game wechseln. Ja, das war auf jeden Fall APM. Ich hoffe, der gute Junge hat damals StarCraft gespielt. Ansonsten, ja, tut's weh im Finger. Ja, wobei es bei Ashe natürlich mal sicker aussieht, als es eigentlich ist. Du kannst ja sehr, sehr viel auch mit Attack-Move arbeiten. Aber ja, jetzt hat man die Soul. Jetzt wird's schwierig. Jetzt wird's schwierig, diese Teamfights zu spielen auf Seiten von Aal. Jetzt hast du nochmal Damage obendrauf. Aber es ist noch nichts verloren. Es ist immer noch ein Game of Messerschneide. Wobei der Infernal Soul jetzt hier der Unterschied sein könnte. Ja, und man wird sich ärgern hier. Man hat den Corki so gut negiert in diesem Fight. Der hat nicht mal eine Package. Und trotzdem verlierst du da diesen Fight so eindeutig. Eben mit dieser Klaue zum Schluss. Und das war vielleicht der Turning Point des Games hier für Echo. Oh, Call of the Forge. Gerade man geht für den Engage auf den Swain. Oben wartet Exabius. Und der Swain ist leider tot. Hat hier, kommt nicht mal in seinen Sonyas. Und das ist auch der Nash. Also wieder das Momentum geturnt. Aal gibt noch nicht auf, ist jetzt wieder zum Leichtpunkt zurückgekehrt hier. Wobei, leichen überhaupt Aale? Ah, ich weiß es nicht. Muss aber sein, oder? Wie vermehren sie sich sonst? Jetzt allerdings die Package, das heißt, man ist hier noch nicht am Nash. Ah, man respektiert hier schlauerweise noch den Corki, denn natürlich, was weiß man hier, ein verlorener Teamfight, ein kompletter Ace. Das kann jetzt in Minute 36 das Game bedeuten. Ja, ist natürlich aber im 4 gegen 5. Kann genauso gut wie Corki, kann man auch mit dem Laserpointer fast schon poken. Junge, Junge, was ist das für ein Game? Ich kann es nur immer wiederholen. 37 Minuten, absoluter Banger, ein Schmaus hier am Donnerstagabend. Jedes Ornament jetzt auch schon verpulvert. Man steuert Richtung 18 auf der Top-Lane. Ja, also leider nicht den Nash durch diesen Pick bekommen. Nur wieder Zeit von der Uhr genommen. Beziehungsweise, ja, nochmal ein paar Gold in die Taschen. Aber Gold mattert immer weniger. Wir gehen Richtung Full Build. Man geht Richtung Level 18. Wir kommen ins Ultra, Ultra Late Game. Herzlichen Glückwunsch all an diejenigen, die Gathering Storm mitgenommen haben. Schauen wir mal einfach bei... Oh, wir gucken nochmal hier die E. Schöne Combo. Boosted Bonobo. Jetzt hat der Swain auch immer mehr Bedeutung. In diesen Fights.
Ah, und Karma, Half-Life hat kein Healing, kann sich nicht wirklich erholen. Oh, Call of Forge, Glacier Prison findet aber nur den Nautilus. Die Knockups sind jetzt. Jetzt hast du zwei Tools wieder draußen. Lucy mit dem Death Charge hinterher muss rausflashen. Bis jetzt können die Damage Threats von Aal noch nicht so wirklich agieren. Swain jetzt in der Frontline in der Ultimate. Lolligag geht alleine nochmal gegen 4 in den Endgame schreien. Der Nautilus wird low gepokt. Wukong mit dem Flash. Ultimate nach vorne. Da kommt auch der Arrow hinterher. Und keiner kommt hier auf den Corki drauf. Double Kill für Ashe. Das sollte es gewesen sein. Leider dann. Mit diesem Roster nur zum 1-1 gekommen. Die All-Stars von InSport werden hier abgeholt. Schöner Fight, sehr gutes zweite Game von eSports Cologne. GG, wirklich well played hatten die Draft-Adaptionen, die hier es zum Sieg geführt haben. Schöne Ass-Performance, Jesper 12-13, aber auch der Corki 10-3-11. Die beiden Carries haben hier ihr Team ins Huckepack genommen. Und man kann sich sagen, Kölle Alaf. Ja, für ein Puzzleteam, für die All-Stars. Aber schade, schade. Man hatte auf jeden Fall, ja, man hatte, ich will nicht sagen, das Game im Gepäck, aber es war ja lange Zeit close, dann dieser Drake-Fight, glaube ich, wo man nicht so wirklich erkannt hat, dass, wenn man beide Ultis reinschmeißt von den Tanks, dass man nichts mehr zum Peelen übrig hat, dass man eben, ja, leicht re-engaged wird. Und das hat hier Echo sehr, sehr gut identifiziert, ausgespielt, immer wieder den re-engage gefunden, gerade Vayne so ein bisschen bestraft geworden, dass sie in der Frontline ist. Wurde sehr, sehr früh negiert mit dem Death Charge. Und dann ist der Nautilus eben, ja, stumpfes Trumpf, hatte einen Single Knock-Up, den kannst du nicht umgehen praktisch. Und ja, sehr gut gefightet generell, die beiden Teamfights dann am Drake, wo man die Soul bekommt. Aber auch der erste Teamfight, wo man ein bisschen zu spät kommt von Aal, den dritten Drake dann eben abgibt. Klar gewinnt man den Teamfight, 4 Kills, aber dann kann man nichts machen. Und gerade der Swain-Pick ja auch eigentlich eine Möglichkeit, aber dann hat man sehr, sehr viel Respekt natürlich gegen Corkys Damage, gegen Corki Package und ja, Corki. Im Duell der Midlaner, im stärksten Midlaner des Patches, sich heute zumindest gegen Victor durchgesetzt. Aber wir fragen nochmal auch ein Interview an, um die Stimmen der Spieler selbst zu hören. Oder ob sie es überhaupt wollen, aber ich denke mal, Aal wird auch noch ganz zufrieden sein. Es wird das entscheidendste Game jetzt gegen Team Elite Steel. Das sehen wir auch dann, oder sehen wir nicht vielleicht, über nächste Woche dann am Spieltag Nummer 5. Das entscheidende Match hier für Aal um den Kampf um die Playoffs. Und Fabs jetzt sogar hier selber im Interview. Eieiei, okay. Da muss ich aber zuerst mal selber in die Casterkabine gehen. Ich glaube, da bin ich noch gar nicht drin. Ne? Ja, der wartet da schon auf mich. Hallo, mein lieber Fabs. Moin. Ja, 1-1 insgesamt. Sprechen wir erstmal so allgemein über die Games. Bist du zufrieden? Du hast ja gerade schon angedeutet im Twitch-Chat dafür, dass ihr heute wieder das Roster ziemlich wild, ziemlich kurzfristig aufgestellt habt. Da bist du zufrieden mit? Ja, safe. Also man muss sagen, tendenziell war das ja das beste Team in der Gruppe. Die sind ja bisher ohne Niederlage rein. Ja. Dann kommen wir hier mit einem Puzzle-Team. Wir haben einen inaktiven Supporter im Jungle gehabt. Wir haben Siegfried, der halt über Jungle extrem gut in den hohen Elo-Bereich geclimbt ist, jetzt gerade sich auf Top ein bisschen ausprobiert, aber das erste Mal bei uns im Competitive-Bereich ja auch noch nicht so tief drin ist. SER, so ein Solo-Q-Hero. Mit unserem ADC haben wir bisher drei Games. Er ist ja Spieler auch bei ARK in Sport, also hat da schon nötige Competitive-Erfahrung, ne? Ja, ja, er hat es vorhin so ein bisschen angeteased, wie die spielen. Also es ist eher so ein Just-for-Fun-Team, actually, die aber actually gut spielen, wenn man die Ergebnisse anschaut. Also es sieht gut aus, die steigen auf jeden Fall die 5 auf, freue ich mich sehr drauf. Aber ansonsten, ja, also wir haben basically mit dem A-Line-Up von mir und Bakurio gespielt, die schon mehr als 2 Games zusammen gespielt haben im letzten halben Jahr. Das ist eigentlich fein. Ich meine, die Performance war in Ordnung. All in all, im ersten Game haben wir die ziemlich überfahren, habe ich das Gefühl gehabt. Ja, es war lange Zeit close, bis es dann eben nicht mehr close war. Ich glaube, es war aber schon ein harter Draft-Diff, oder? Wie siehst du das? Ihr hattet ja so einen ähnlichen Draft schon vorher im Normal ausprobiert, hatte ich entdeckt, mit diesem Trundle, Zion, Toplane-Duo gespannt aus dem Jungle. Und eben der Victor für dich ja gegen Swain auch ein ziemlich easy Matchup in der Mitte gehabt. Nicht so wirklich Pressure erfahren. Das hat sich dann aber im Game Nummer 2 geändert, oder? Also die Midlane-Pressure auf dich? Ja, also im Game 1 haben die gar nichts gemacht. Das hat mich ein bisschen irritiert. Im Game 2 haben sie es ein bisschen overforced, hatte ich das Gefühl, zu großen Teilen. Weil viel bekommen haben sie nicht. Ich glaube, die haben mich zweimal abgeholt. Was komplett in Ordnung ist für die Art, wie ich gespielt habe. Ich habe sehr viel Druck gemacht. Ich habe trotzdem irgendwie
Minute 15 Mercy S wieder Corki gehabt, obwohl ich überall auf der Karte war und er basically den Arsch gepudert bekommen hat. Also, ja, war in Ordnung. Wir waren, man merkt halt so, wir haben halt einen Jungler, der halt ein Champion-Spiel gespielt hat und der war halt im zweiten Game gebannt. Und das ist halt, ja, es ist, wie gesagt, ist in Ordnung. War ein bisschen Draft geschuldet, wir haben uns nicht großartig eingespielt, wir haben Normal Game gezockt davor. Aber dafür war es in Ordnung. Und ja, Ja, ich Game meine. Nummer 1, wie gesagt, hat er, wie du schon gesagt hast, ordentlich drüber gefahren. Da war in dieser Fight, wo du einen krassen Flank kriegst. Wie gehypt warst du da? Also so fett warst early. Hast du auch Wo ich dein Team den. vermittelt, ich kann carryen auf den Victor oder? Ich habe erstmal geschrien, kein Damage mehr, ich will den Quadra haben. Nee, war actually hyped. Also allgemein, also ich fand, ich habe, glaube ich, heute gezeigt, warum ich den Victor immer so hoch hype. Das ist einfach ein broken shit Champion, beide Games most damage. Corki aber auch, oder? Package. Ja, aber wir hatten halt, es war halt, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie du es vom Draft aus der externen Perspektive gesehen hast. Wir hatten das Gefühl, dass Ashe, also Jesper auf Ashe komplett durchgedreht ist. Ab einem gewissen Zeitpunkt Corki auch, ja, aber wir hatten Minute 40. In Minute 30, also bis Minute 30 war der Corki komplett irrelevant, war komplett useless, der war in beiden Games komplett Dogshit so auf der Lane. Der hat das im Late Game extrem viel Schaden gemacht, aber ich muss Jungle und ADC von den brutalen hochhypen, die waren richtig gut. Gerade die Ashe, die hat man nicht zu sehen bekommen. Also Siegfried hat sich die ganze Zeit drüber aufgeregt, dass man die nicht sieht. Auf jeden Fall, sehr, sehr gutes Positioning. Sehr gut gepeert worden aus dem Jungle heraus. Und dann eben dann doch vielleicht der Drafted, den du ja schon angesprochen hast mit dem Jungle-Pick. Das ist ja eben momentan nicht so die Tank-Meta-Jungle ist. Ich glaube, man hat gemerkt, wieso der Wukong hat genauso viel CC wie eine Sejuani. Vielleicht nicht Single-Target-Lock mit dem Glacial Prison, aber mit dem Double-Knock-Up und dann eben mehr Times of Damage, der so ein bisschen gefehlt hat dann vielleicht in diesen Front-to-Back-Fights. Ja, wobei das Scaling war für mich auch so eine Frage im Draft. Ihr hattet ja Vayne, Victor, Ornn. Ich glaube, mehr Scaling kann man nicht haben. Auf der anderen Seite aber auch Swain, Corki, die ja selber erstmal so ein bisschen scalen wollen. Ne? Wie habt ihr das so erlebt? Wart ihr zufrieden, dass es so ein Scaling Late Game kam? Oder habt ihr dann schon gedacht, auch Drake stacking jetzt RNGs gegen uns mit einem Infernal Soul? Unlucky. Ja, also to be honest, wir wollten diesen Draft zu spielen. Wir wollten dieses Late-Game-Scaling. In dem Moment, wo Corki gepickt war, wollten wir auch eigentlich die Wen vorne reinpicken und den Ornn, weil wir praktisch das Scaling-Game eingehen wollten. Weil wir wussten, durch den Wukong können wir das Early-Game nicht contesten. Der Champion ist zu hoch. Das Drake-Stacking, ich glaube, das ist vorhin richtig, also vorhin angesprochen, dass wir beim dritten Drake halt way too late dran sind und den halt droppen. Wenn wir da den dritten bekommen, ist das Game halt in dem Moment gewonnen. So haben wir denen halt nochmal Free Stats gegeben, waren näher an der Soul. Den vierten Drake hätten wir auch noch locker spielen können, haben wir aber auch scheiße gespielt, den Fight. Aber daran merkt man, dass wir kein eingespieltes Team waren, unkoordiniert die Fights gespielt haben, die Preset-Ups nicht gepasst haben. Und das hat man hier halt ganz gut gesehen, Ja, dass die kannst du uns koordiniert denn wieder besser schon kommt. einen Ausblick auf nächste Woche geben? Kriegt ihr da alle Leute zusammen oder wie sieht's da aus gegen Team Elite Steel? Wird ja dann euer Entscheidungsgame werden, oder? Oder siehst du da noch Tiebreak-Chancen am Ende? Also, wir hauen die einfach weg. Das Problem ist, wir werden halt kein Jungle, also wir werden auf jeden Fall einen Stand in Jungle brauchen. Vielleicht nehmen wir wieder Lollygag. I don't know, müssen wir jetzt gerade noch klären. Unser Jungler hat leider eine Sehnscheidenentzündung und wird den kompletten Split nicht Oh wieder fit. nein. Ja, unsere Botlane ist auch Was ein macht ihr bisschen. denn? Ja, das Du ist mit deiner halt der Alkohol. Mandelentzündung? Ja, ich glaube auch. Der Schwächt Alkohol, das nein. Immunsystem. Ja, also keine Ahnung, wir sind halt basically gerade ein Team aus zwei Membern, die einigermaßen fit sind und einem, der tot ist und zwei, die halbtot sind. Aber das reicht, das reicht. Nein, aber ich hoffe es aufs Beste. Ich glaube, Team Elite Steel ist absolut schlagbar. Die haben ja 0-2 gegen Cologne verloren. Und ich gehe davon aus, wenn wir mit so einem Puzzle-Team 1-1 spielen können, und das war ja ein 1-1 auf Augenhöhe, wenn nicht sogar vielleicht leicht dominierend, bin ich recht optimistisch, dass wir da, wenn wir gescheit spielen, gescheit draften, auch 2-0 holen können und uns damit eigentlich schon den Tür im Aufstiegskampf haben, also die Fuß im Tür haben. So ist richtig. Ja, letzte Frage. Was hältst du von dem Wortspiel Kölle Alaaf? Ich würde sagen, weiten Abstand, aber weil du so nett warst, uns zu casten, ich fand's voll gut. Holy. Ja, Sonntag darfst du dir nochmal wieder mehr anhören. Da werden wir uns natürlich nicht mal nochmal sehen das nächste Mal an meiner Seite wieder. Also Sonntag, Leute, um 17 Uhr. Whisky um 19 Uhr Kappa, könnte auch andersrum sein. Auf jeden Fall die beiden Teams Sonntag dann für euch gecastet von uns beiden. Und ja, für Aal heute das 1-1. Wie gesagt, gute Analyse, ich denke, kann nichts mehr hinzufügen. Hattet ihr eure Momente, habt ihr ja auch ein Spiel sehr, sehr dominiert. Ja, noch nicht eingespielt, wirft Allstars halt, ne? Also, ja,
Wünsche dir noch einen schönen Abend dann. Danke fürs Interview. Jo, danke für den Cast. Ne? Ja, gerne, gerne. Bis dann. Ne? Bis Sonntag. Ciao. Ja, ciao. Ja, Twitch-Chat, sind dann doch nochmal ein paar geworden. Vor allen Dingen sehr, sehr viele erste Chat-Nachrichten. Hat mich persönlich gefreut, auch alte Bekannte von Orgas wiederzusehen. Nosk kenne ich da, Bogenschwert, also von direkten Gegner heute. Grüße gehen nochmal raus. Viel, viel Liebe an den Twitch-Chat. 23 Uhr sind es dann doch geworden. Am Anfang war es sogar nur mal 8. Aber ja, ne, will mich nicht beschweren. Bin über jeden Viewer oder Viewerin hier froh. Und wir raiden euch auch noch wie immer nochmal irgendwo hin. Sehe jetzt leider gar keine Orga mehr an dem Tag. Von daher, ja, kann sich wieder ihrem Member freuen. Ach, wisst ihr was? Wir gehen mal zu der lieben Ravora, die unsere Icons designt hat. Lasst da nochmal Grüße da, die wird sich bestimmt freuen. Und wir sehen uns dann, wie gesagt, am Sonntag. Schönen Abend, bis dahin. Es ist, wie es ist. Es ist wie Spiegel. Man sieht sich. Tschüss. Ja, 16 Zuschauer. Unten werden mir 24 angezeigt. Aber man muss nehmen, was man kriegen kann, ne? Also, 16 Zuschauer, damit der Raid. Tschüss! I hope and pray.